Hallo, werte Zuschauer. Heute steigt hier das dritte Spiel zwischen Makronix und Silverdust gegen Veneric und Keraban. Und wir sind gerade mitten dabei zu sehen, welche Völker hier gleich gepickt werden. Und ja, mit mir dabei Schiedsrichter Vincent. Hey, hallo. Und erstmal hier mit mir dabei der gute David. Hi. Grüß dich, hallo zusammen. So, und der Schiri weiß schon, was hier gepickt wird, aber wir lassen uns überraschen. Huch, nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich bin ja gar nicht Host hier, ausnahmsweise. Wir sehen drei Römer und einen Trojaner. War, denke ich, zu erwarten. Ja. Bei Veneric wäre ich mir jetzt unsicher gewesen. Also klar weiß man, Trojaner beste Volk, aber man könnte auch sagen, spielt Römer in diesem wichtigen Spiel. Aber ja, bin gespannt. Macht's spannend, weil es asymmetrischer wird. Okay. Jetzt mit Venarik los. Da haben wir es. Dann geht's hier gleich los. Ja, sauber. Jo, es werde Licht. Und auf den oberen Posis als Coinflip-Gewinner im dritten Game in Gap spielend Makronix. Sein Teammate Lila, Chris, Silverdust und die beiden spielen gegen unten in Trojaner und Orange Veneric und der grüne Römer hier ist sein Teammate Keraban. Und ja, schauen wir uns anhand von Makronix Startland mal hier ein bisschen um auf dieser Karte. Es gibt Steine, aber auf jeden Fall nicht so viele, so wie das hier erstmal aussieht. Ja, wir haben ja ein Steinfeld hier weiter unten. Die nächsten sind dann hinter diesem Berggebiet nach links raus von Makronix. Und ja, wir haben ein paar steinige Reste hier im Wald. Das hat sich überlappt. Können wir vielleicht auch nochmal einen Steinbruch hinsetzen. Aber ja, auf jeden Fall für die Vierer-Maps eine eher unüblich steinarme Karte, die hier jetzt erwischt haben. Ja, tatsächlich echt wenig Steine hier, ja. Ich denke aber gerade für den Trojaner sollte das kein Problem sein, sobald er halt über den Berg ist, an den er eh will, bekommt er zwei weitere Steinfelder und ist dann absolut safe. Und er braucht halt für seine ganze Mana-Industrie nicht so viel Stein, sondern eher Holz. Das heißt, der ist eher fein damit, mit nur einem Steinfeld zu spielen. Mhm. Wir müssen ein bisschen aufpassen hier, Veneric hat drei Diebe, aber ich glaube, die sind noch zu Hause. Ich weiß nicht, ob er da was gemicrot hat. Aber vielleicht läuft auch gleich irgendwas raus. Müssen wir nochmal ein Auge drauf haben. Vielleicht kann er von euch dann auch ein bisschen schauen, alle paar Sekunden, ob sich da was bewegt. Ich mach mal die Kamera so ein bisschen auf die Landesgrenze. Also, der Dieb hat gerade einen Fisch in der Hand. Ich glaube, es sollte eine Sense werden. Es geht da wahrscheinlich darum, einfach die drei Sensen jetzt schon rüber zu kriegen zum Teammate. Ja. Weil der eine hat eine Sense in der Hand, ja. Genau. Der andere nimmt jetzt auch eine Sense in der Hand. Ja. Und wiederum der dritte auch eine, ja. Jetzt hat er so. Ja. Ist auf jeden Fall früh. Also, dass man da jetzt schon die Sensen zum Teammate bringen will, das ist schon, unüblich, würde ich sagen. Ja, aber kann man sich leisten, wenn man direkt ein großes, ein mittleres und ein kleines Wohnhaus baut? Stimmt, er hat ein mittleres und ein kleines direkt gebaut, ja. Wir hatten uns ja heute schon so ein bisschen philosophisch darüber unterhalten, wie man das denn löst, wenn das Steinfeld nur so halb im eigenen Land ist. Wir haben gesehen, dass bei den Römern die beiden rechten Römer sich entschieden haben, jeweils zwei Steinmetze zu bauen. Da geht ja auch die Tür in die richtige Richtung. Und mit einem weiteren Turm dann noch einen dritten zu setzen, den auch zu planieren. Und oben bei Gelb sehen wir, dass mit der Tür in die falsche Richtung er sich entschieden hat, nur einen sofort zu setzen und nach dem ersten Turm dann zwei weitere gebaut hat. Ja, die dann jetzt halt auch vernünftig arbeiten, die zwei weiteren, ne? Also genau. War auf jeden Fall, glaube ich, die richtige Entscheidung, die er da getroffen hat. Würde ich auch so sehen. Ja, mag dann ich auch sehr. Auch jetzt direkt zwei zu setzen, ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja, müssen wir schauen, ob er Sabus dahin schickt. Also ich finde, gerade bei diesen Geschichten, wo man dann jetzt wirklich nur einen Steinbruch hatte und dann auf die nächsten zwei warten muss,
Da müssen halt unbedingt die Sabos dann da sein, dass diese Steinbrüche dann schnell anfangen, weil er ist halt schon im gewissen Steindefizit zu den anderen. Und wenn er jetzt nochmal größer wird, also jeder Steinbruch wird wahrscheinlich so ein bis zwei Steine nochmal hacken in der Zeit, wo Siedler vom Turm dahin rennen, summiert sich halt ein bisschen. Ich sehe aber kein Sabo jetzt da, ne? Ja, hab ich auch. Doch, da war ein Sabo. Er hat die nur relativ mittig schon abgelegt. Das ist eine Safe-Variante, dass du es auf jeden Fall nicht vergisst. Wir sehen jetzt auch bei Makronik schon, dass er zwei weitere Geologen jetzt auf den linken Berg wohl schicken wird. Ne? Die sind da, die laufen da jetzt so durch die Siedlung an den Holzfällern vorbei, da am Wasser. Die werden wohl jetzt den linken Berg schon erkunden. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ist, denke ich, eine Safe Choice. Ja, macht Sinn auf jeden Fall. Da wird man nicht landen, vor dem man die ersten Eisen- und Kohleminen gesetzt hat. Aber trotzdem eine gute Entscheidung hier. Ja, wir spielen das Spiel. Ist es eine Doppelmine oder ist es keine Doppelmine? Bei Gelb kann man das ganz gut sehen. Ich denke, es ist eine Doppelmine mit zwei Kohleschildern dazwischen. Ja, würde ich auch fast sagen. Die würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich auch. Die wird auf jeden Fall ihn ein Stück weit tragen, die Eisenmine. Damit kriegt er seine Werkzeugmine locker versorgt mit dem Ding. Ja. Ja, also seid ihr euch da so sicher? Also ich würde da auf jeden Fall sehr unsicher sein, wenn jetzt hier überall rund um diese Eisenmine da Kohleschilder auftauchen, und ich wäre eher versucht, irgendwas Solides zu suchen, was alleinstehendes. Klar, wenn es nichts anderes gibt, dann würde ich es schon nehmen, aber ich würde mich also auf jeden Fall sicherer fühlen, wenn ich eine normale Mine irgendwo finde, wo nichts mit interferiert. Ich glaube, das interferiert halt in dem Sinne, dass die Kohle überschrieben wurde. Weil man ja die Kohleschilder sieht, die quasi vom Eisen überschrieben sind. Deswegen wäre ich mir da relativ sicher, dass es safe ist. Ja, ich auch. Ja, gibt es eine Theorie von Fabi, dass man immer erschließen kann, was jetzt von was überschrieben wurde, dass man das halt richtig einschätzen kann? Ja, die gibt es, aber ich kenne sie nicht. Es geht irgendwie, also entweder geht es von rechts unten nach links unten oder andersrum, aber wir wissen doch, Fabis Minentheorie ist eh RIP, von daher. Wir sehen jetzt auch die Eisenmine hier, obwohl die ist schon, boah, ist halt schon böse, ne, guck mal. Ja. Das ist halt echt eine böse Eisenmine, hat Katzel schon nicht ganz unrecht, ne? Aber also, wenn man sich das jetzt mal bei grün anguckt, dann habe ich das Gefühl, es sind eh drei. Das heißt, man kann eine safe Doppelmine platzieren, wo mindestens auch die einzelne Mine komplett mit drin ist. Ja, also hier, da würde ich halt schon sagen, okay, das ist eine Doppelmine und das ist auch eine safe Doppelmine, die er da jetzt kriegt, also von so oben nach unten gedacht. Aber die hätte ich jetzt bei Gelb so überhaupt nicht erkannt. Also es ist krass, wie unterschiedlich das hier sein kann. Bei Lila sieht es auch ganz, ganz komisch aus. Ja. Bei Gelb erkenne ich die Mine auch nicht so. Ja. Aber ja, Lila hat da durchaus ein dickes Eisenfeld und da wäre bestimmt mehr confident. Aber ja, schauen wir mal, wer es nimmt. Team unten hat sich übrigens entschieden, dass Venarik den zweiten Berg sehr, sehr doll erkundet. Und ja. Keraban nimmt ihn aber auch mit Vieren. Da sind sieben Geologen auf dem unteren Berg. Dann weiß man sehr schnell, ob es sich. Also es ist, denke ich, auch keine schlechte Choice, dass zumindest einer der beiden sich auch wirklich nach unten viel arbeitet. Weil man dann sehr, sehr schnell weiß, wie schnell muss ich nach unten gehen, weil da viele Goldminen zu finden sind. Ja, muss man auf jeden Fall einen guten Überblick haben, wenn da hinten wirklich viel Gold ist und in der Mitte eher spärlich, dass man sich da schnell auf den Weg macht, denn ja, das Gold entscheidet die Spiele. Und ich finde, bei Keraban sehen wir jetzt gerade einen sehr, sehr interessanten Aufbau, der mich eher an den Wiki erinnert gefühlt. Ich glaube, der hat noch kein einziges Haus fertig, hat direkt vier Steinmetze gebaut. Drei Sägen auf sechs Holzfäller und arbeitet jetzt die neuen Holzfäller und die Häuser durch. Wie hat er das denn dann hingekriegt? Also, aber er hat noch Siedler, also das geht. Aber also ich denke, sollte noch kein fertiges Haus gewesen sein, oder? Ja, vielleicht hat er so Späße wie ein kleines Haus gemacht. Da hätten wir jetzt wirklich mal drauf achten können. Das sagt denn hier der Siedler-Count. Er hat 17. Nee. Hat 21 Siedler, einer hat noch weniger. Ich glaube, es kann schon sein, dass er vielleicht schon eins gebaut hat. Würde ich mich nicht aus dem Fenster für hängen. Würde ich auch nicht mich aus dem Fenster für hängen. Insbesondere, weil man vielleicht die Baustelle dann auch mit dem zweiten mittleren Wohnhaus überbaut. Mhm.
Also ich würde echt mal tippen, ihr habt schon eins gebaut, vielleicht sieht man das nicht. Vielleicht hat er auch hier jetzt schon Geologen hochgestellt und Bauarbeiter auch maximal auf Anschlag und hat deswegen so wenig Siedler. Weil wenn wir bei Makronix gucken, ihr habt eine etwa gleiche Anzahl an Holzfällern, hat jetzt auch sein zweites Haus fertig. Und ja, es sieht, glaube ich, relativ vergleichbar aus. Hat allerdings eine Säge weniger. Ja. Die jetzt erst gehämmert wird, aber ja, genau. Macht ja auch durchaus Sinn bei Makronix, nur wenn wir Sägen sehen, da bei dem einen liegen zwei, bei dem anderen ein Stamm. Genau, und das, also das, was mir bei Keraban halt gut gefällt, ist, dass jeder Stamm, der produziert wird, einfach auch direkt zum Brett wird, was dann jetzt gleich in die Werkzeugschmiede, in eine Farm fließen kann. Was, denke ich, ein Stein, den er da verbaut hat in der Farm. Und wird mit Prio spielen und hat mit den vier Steinmetzen auch genug Steine über, die er dann schon verbaut, vermutlich. Ja, der hat auf jeden Fall jetzt Steinüberschuss zu dem Zeitpunkt. Ja, es ist so eine sehr gute Steinfeldpose, die er da hat. Also die ersten zwei werden jetzt schon ein bisschen schwächer, aber nichtsdestotrotz laufen die alle in die richtige Richtung und da wird er jetzt ordentlich Steinvorsprung schaffen können. Aber ja, müssen wir mal schauen. Also er hämmert hier auch fleißig weiter an seiner Farm und vielleicht spielt er ja wirklich eine Variante, wo er vielleicht schnellere Farmen spielt. Ich kann mich an Spiele von Inter erinnern, der auch sehr gerne schnelle Farmen gespielt hat. Mal schauen, wie er sich denn jetzt hier einreiht. Also Schmelze und Werkzeugschmiede ist auch planiert bisher. Und natürlich kann man mit Priorität immer lenken, was dann jetzt auch wirklich gebaut werden soll. Aber ansonsten tue ich mich im Early Game schon schwierig, jetzt Gebäude oder Steine in so eine Farm reinzukloppen, wo ich die halt normalerweise bis Minute 15, 16 noch gar nicht wirklich weiterbauen will. Und ich hätte eigentlich lieber, dass so Holzfäller zum Beispiel als Ruine halb aufgebaut werden. Das würde erstmal weiterhelfen. Absolut, ja. Ja, schauen wir mal zu Veneric hier, der einzige Trojaner. Da können wir da mal gucken. Seine Werkzeugschmiede wird jetzt gerade fertig, 10 Minuten 30. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das einreiht mit dem Timing dazu. Hat auf jeden Fall drei Sägen hier aufgebaut, hat seine Steinbrüche auch gut unter Steinfeld verteilt, finde ich auch gut. Und er macht sich jetzt hier auf dem Weg zum Berg und wird dann wahrscheinlich auch auf diese Eisenmine da stoßen. Gucken wir mal, er hat ja unten ganz viel gesucht, was er da inzwischen gefunden hat. Und wir sehen da ja zwei Goldminen, auch nochmal eine doppelte Eisenmine später. Und auch schon zwei Pioniere, die da anscheinend hinter dem Berg einen Turm ausheben sollen, dass er wirklich schnell da rankommt. Also Veneric legt den Fokus sehr wahrscheinlich nach unten hin. Ja, wir sehen auch eine doppelte Schwefelmine, zumindest eine anderthalbfache Schwefelmine, die für den Trojaner ja durchaus interessant sein kann. Also ich weiß von Veneric, dass er gerne mit 18 Planierern spielt. Der spielt Prio bis normalerweise fast zur PT zumindest durch. Und gönnt sich dann am Anfang die 22 Planierer und geht dann halt auf 18 und 2 Pioniere häufig. Ich sehe jetzt aber im Moment nur 2. Also vielleicht sind noch 20 am Arbeiten. Ja, aber wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, für Trojaner macht es natürlich auch super Sinn, sich auf den unteren Berg auch zu fokussieren. Denn das wäre dann der Berg für eine safe Batterie, während wenn er sie halt schnell bauen würde sie halt zur Mitte stehen und das kann halt schnell brenzlig werden, je nachdem, wie das Spiel so läuft. Ja, ich sehe aber so vom Gefühl her, wäre da guter Platz für eine Batterie auf dem anderen, vorderen Berg. Im Moment. Ja. Weil da doch eine große Stelle nichts ist, obwohl, wenn ich gucke bei Gelb, der das schon ein bisschen mehr sich angeguckt hat, was da so gibt, so eine richtig gute Stelle für eine Batterie sehe ich da noch nicht, aber gucken wir mal. Ja, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass Veneric lieber die Batterie hinten bauen wird. Ich glaube, er ist vom Timing her auch also nicht derjenige, der so richtig brutal die Batterie rusht, weil er, glaube ich, häufig schon auf 5 Sägen nochmal hochbaut. Er baut ja sowieso immer ganz gerne sehr viel. Und ja, kriegt er etwas späteres Timing, aber kommt natürlich später mit einer richtig brutalen Produktion. Er hat ja auch letztes Spiel, wo er Trojaner gespielt hat, das war das Game 2 zwischen den beiden Teams, hat er auch ganz ohne Sonnenblumenfarmen gespielt, hat sich da vom Wikinger beliefern lassen und hat auch seine Tempel mehrmals abgerissen und neu gebaut und war sehr spannend zuzuschauen, was er da gemacht hat. So, ich schaue gerade bei Makronix hier, er buddelt hier fleißig schon Goldminen aus und er hat da jetzt einen Turm gebaut, aber diese doppelte Eisenmine, die er dann jetzt eventuell
Nee, er hat davor die gesetzt. Nimmt also davor das Eisen. Und das ist dann jetzt auf jeden Fall eine normale Eisenmine und keine mit Potenzial auf doppelt. Aber auch keine, die wahrscheinlich übermäßig RIP gehen wird. Die wird den auf jeden Fall erstmal versorgen, denke ich, die Eisenmine, ne? Die er da jetzt gesetzt hat. Ja. Ich denke schon, dass sie ein bisschen effektiver als 50% arbeitet, weil das andere Eisen schon relativ nah noch dran ist. Vielleicht zieht so ein bisschen da raus noch von dem anderen Eisen, ja. Oder, warte mal, ich muss mal gerade mal gucken, wer ist überhaupt. Chronix Gelb. Ja, doch, genau. Ich denke schon, dass sie bei Chronix ein bisschen besser als 50% arbeiten könnte da. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass hier schon einiges an Gold ist am Anfang des Berges. Chronix hat hier jetzt schon eine am Fuße des Berges auspioniert, eine andere in der Mitte. Ein Turm wird gleich noch zwei weitere, oder eine hat er da gerade gesetzt und eine unter dem Fluss wird er gleich auch noch einnehmen. Und die Geologen finden direkt die nächste Mine. Also ich glaube, hier ist wirklich ein guter Berg hier gerade am Start. Und da kommt das nächste Gold. Ja, also auf jeden Fall Top-Berg hier, glaube ich, nach vorne hin. Was ich interessant finde, ist, dass Marconix hier seine Holzwirtschaft überhaupt nicht priorisiert, sondern seine Steinmetze als allererstes baut. Ja, ist interessant, ja. Kommen da nochmal zwei Steinmetze zusätzlich, ne? Drei. Ja, der geht auf 8 jetzt direkt. Der spielt aber auch mit einem Steinlager. Ist das auch schon angestellt? Ja, also er respektiert halt die Tatsache, dass seine Stadtsteinbrüche eher schlecht stehen, zumindest der Richtung Stadtturm und der unten Richtung Berg, die arbeiten halt schon nicht ganz so gut. Aber ich denke halt auch, dass das hier noch so im grünen Bereich ist und er zumindest sowas wie, weiß ich nicht, auf 11 Holzfäller oder so die vierte Säge dann damit solide ans Laufen kriegen und dann kann man ja immer noch seine beliebig viele Steinbrüche bauen. Also er spielt sehr safe, aber ja, wäre vermutlich nicht nötig gewesen. Wenn er jetzt genug Steine hat, um ein Lager zu füllen, dann hat er auf jeden Fall genug. Auch sehr interessant bei Silverdust, der hat schon einen Steinmetz gerissen. Ja, da oben, ne? Ja. Und nachgebaut. Genau. Da sieht man den Maya. Ja, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung. Ich persönlich nehme mir das auch immer vor, aber vergesse es dann und habe die Planierer vielleicht an einer anderen Stelle rumlaufen. Aber man merkt halt schon wirklich, wie unglaublich stark so ein Steinbruch, der jetzt wieder frisch ans Steinfeld rangesetzt wurde, wie sehr der einfach Steine rauszieht und die anderen, die hinten stehen, eigentlich komplett useless sind. Das ist also eine sehr gute Entscheidung, sollte man häufiger machen. Ja, ansonsten hat er auch an einem anderen Steinfeld schon mal zumindest einen Steinbruch gebaut, baut jetzt noch Türme, um da weiter einzunehmen. Und er hat auf jeden Fall schon einige Holzfäller und weitere Förster für sich hier aufgebaut. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass er jetzt die eine Säge dahinter, quasi hinter dem Wald, an das Steinfeld gesetzt hat. Und meiner Meinung nach führt das eher dazu, dass gleich mehr Verkehr durch den Wald sein wird, weil sowohl Stämme zu dieser Säge hin, als auch von dort aus Bretter zurückgetragen werden müssen, während wenn diese Säge auf der linken Seite stehen würden, dann müssen zumindest keine Bretter durch diesen Wald getragen werden und vielleicht spart er sich dadurch einiges an Trampelfaden. Na, ich hätte die da auch nicht gebaut, da gebe ich dir absolut recht. Also es ist unnötig Verkehr durch den Wald, das will man eigentlich vermeiden, ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, also zumindest hier oben zum Beispiel, haben wir auch hier dunkles Gras. Also hier zum Beispiel der Förster und die Holzfäller werden wahrscheinlich gut durchackern. Aber ja, mal gucken, wie die untere Hälfte des Waldes das Ganze hier so aushält. Ja, schauen wir mal zu Keravan weiter. Er hat auf jeden Fall die Farm nicht weitergebaut, ist tatsächlich dann auch in Werkzeuge reingegangen, hat die Eisenmine, glaube ich, ziemlich in der Mitte gebaut. Also er hat dann potenziell hier jetzt auch die doppelte am Arbeiten. Und ja, er hat sein Holz ausgebaut, auch eine Säge, bisschen anders gesetzt als die anderen. Ich persönlich mag es ja sehr, immer alle Sägen auf einen Haufen zu haben in einer Richtung. Fühlt sich immer besser an, aber ja, passt schon. Am Anfang interessiert es den Wald auch erstmal noch nicht ganz so sehr. Ja, er fängt jetzt auch an, hier die erste Farm zusammenzubauen.
gucken wir mal. Also er hat jetzt 5 Sägen gebaut, hat auch das entfernte Steinfeld ein bisschen angegangen mit Steinbrüchen und fängt dann jetzt an, die Farmen zu bauen. Holzt auch die weiteren Wälder da unten ab. Und ja, hat wohl einen relativ normalen Start hier. Ja, solide auf jeden Fall. Wird auch das erste große Wohnhaus hochgezimmert bei Caravan jetzt parallel mit dem mittleren da. Ah. Und den Farmen. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sehr er hier gedenkt, auf große Wohnhäuser zu committen. Wir haben auf jeden Fall viel, viel mehr große Wohnhäuser in der letzten Woche sowohl in Turnierspielen als auch in normalen Spielen gesehen. Und ja, ich glaube, große Wohnhäuser könnten momentan schwer im Kommen sein. Ich persönlich bin auf jeden Fall angetan. Großer Fan. Ja, ich auch. Absolut Riesenfan mittlerweile von den großen Häusern. Ja. Ich sehe eigentlich tatsächlich nur einen Vorteil in diesen Häusern. Man kriegt mehr Siedler und man spart enorm viel Platz einfach. Planierer und Bauarbeiter. Also, ja. Super Häuser. Bei Caravan könnte man jetzt sagen, er spart hier so viele Planierer, dass der Trupp am großen Wohnhaus jetzt hier schon seit einigen Minuten nichts mehr zu tun hatte. Da könnte er auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anstellen. Geht ein bisschen Potenzial verloren, aber er hat auch noch einige vorplanierte Gebäude. Das heißt, unmittelbar wird er da auch in keine Probleme kommen. Zumal er ohnehin nur auf 5 Sägen ist. Und 5 Sägen ist ja eher so der untere Eco-Bereich für Römer. Und da ist ohnehin das Holz der begrenzende Faktor. Und sobald er mal anfängt, gleich Goldminen zu bauen, dann haben die Planierer auch nichts mehr zu tun. Hat auch nur 13 Holzfäller gebaut auf die 5 Sägen. Ich weiß nicht, ob das ein Indikator dafür ist, dass er länger plant, mit 5 zu spielen, oder ob er dann doch noch auf die 6. hoch möchte. Caravan wird jetzt auch der Jäger fertig unten im Süden. Ja. Leider weiß ich nicht mehr, wo er ist, aber es gibt auf jeden Fall Diebe im Land von Makronix, mindestens einen, vielleicht sogar 2. Weil wir haben 3 Diebe von Benarik und ich denke, einer steht noch in den Blitzen zwischen den beiden. Und einer ist definitiv durch die patrouillierenden Soldaten eben durchgelaufen. Ja, mal gucken, ob wir gleich irgendwas Verdächtiges hier sehen. Makronix ist, glaube ich, auch mit. Das sind große Wohnhäuser auch, ne? Ja. Ja. Auch sehr interessant bei Makronix, wo du gerade bei Makronix bist, die Eisenmine. Also die Eisenmine scheint ihm sehr wichtig zu sein. Ja, das würde ich aber auch so sehen. Ja, also echt stark mit dem Soli da. Ich denke, das ist auch so das Mindestmaß an Aufmerksamkeit, die man hier im Early Game dem Anti-Diebe-Play halt geben sollte. Dass man zumindest seine Werkzeugschmiede bewacht, die Minen, vor allem halt das Fleisch, aber natürlich auch eigentlich beide Brote. Oder bei den Kohleminen. Und er sollte vor allem gucken, dass er auch die Baustellen seiner großen Häuser bewacht. Denn wenn hier Diebe drin sind, dann ist das natürlich immer ein ganz, ganz beliebter Ort, um da ja die großen Wohnhäuser zu denyen. Aber er spielt nicht auf Kante. Also er hat nochmal einige mittlere hier gebaut und wird zeitnah absolut nicht in Siedlermangel kommen, auch wenn diese Wohnhäuser jetzt nicht fertig werden würden. Ich glaube, das untere ist ohnehin ein mittleres. Dann baut er nur ein großes da an dem Fluss. Ja, und dann brauchen wir 1, ne? Ja. Ist nur 1, wird noch ein zweites planiert, aber ja. Also er hat auf jeden Fall wirklich, wirklich genug Buffer hier, dass er da mit Siedlern nicht in Probleme kommt, selbst wenn ihnen jetzt Häuser hier beklaut werden. Und das untere fängt jetzt auch an, ich glaube, 6 Farmen zu planieren, wenn ich richtig zähle, ne? Ja. Das untere Team hat sich jeweils eine Steinmine gegönnt, die auch mit Broten beliefert wurde, zumindest bei Fenarik, bei Kiraban nicht. Ja, hatten wir ja schon angemerkt, Steine tendenziell etwas wenig. Ja, 2 volle Steinfelder. Jetzt ist es aber natürlich so, dass Veneric hier wirklich schnell dabei ist, hier auf diesen, ja, zwischen die Berge zu kommen. Und sobald er dann da ist, hat er da halt schon Zugang zu weiteren Steinen. Und ich glaube, allein deswegen ist es ein gutes Play, sich auch auf diese Richtung hier zu konzentrieren. Denn 2 Steinfelder mag bis zur PT halbwegs reichen. Also für Römer reicht es so grob. Bei Trojaner würde ich denken, ist eventuell ein bisschen wenig. Aber er wird auf jeden Fall in, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten da unten Steinbrüche bauen können. Und
findet dann Anschluss an sein leeres erstes Steinfeld. Ja, gefällt mir auch von Venerik hier. Auf jeden Fall langwierig gedacht, was er hier macht. Sich Zugang zu neuem Berg und zu neuen Steinbrüchen zu verschaffen, ist auf jeden Fall schon echt sinnvoll. Ja, wir sehen bei Keraban und Venerik jetzt auch zwei Marktplätze, die da gegenüber gesetzt wurden, sind dann also auch in der Lage, sich gegenseitig zu supporten. Und ja, Venerik expandiert hier auch ziemlich stark, glaube ich, also von ungefähr allen Spielern und ist auch sehr konzentriert darauf, Holzfäller zu bauen, die hier sein Land freiroden. Und gerade Trojaner brauchen ja einiges an Platz, vor allem dann später im Late Game, um auf ihren Sonnenblumenfarmen zu kommen. Und ja, wie du schon sagtest, er spielt das hier alles sehr, sehr weitsichtig, aber so kennen wir ihn auch. Also Venerik für mich ist so das Embodiment des Late Game Trojaners. Wir sehen, der einzige Spieler, der hier von den Römern nur 5 Sägen gebaut hat, nämlich der Keraban, hat gerade eine vollliegende Säge. Uff. Da ist irgendwie was mit der Prio nicht ganz perfekt gelaufen. Eieiei, ei, ei. Versucht er hier gerade verzweifelt den Ausstieg aus der Prio zu finden und findet das Gebäude nicht. Er baut ja, oder halt auch extrem wenig gerade. Ne? Ich ja. meine, die Farmen sind fertig beliefert, die er da baut. Und ja... Ich glaube, er hat mit dem Prio, ja. Da eben ein Prio-Problem gerade. Planierer ja. stehen rum. Ja, das muss auch so sein, weil sonst würden die Mühlen oder die Schweinefarmen, die er da planiert hat, da müssten halt sie da hinlaufen und da Baumaterial hinbringen. Und er hat wirklich irgendwo ein Gebäude, was ihn hier gerade blockiert. Und ich hoffe für ihn, dass er das findet, denn... Und selbst wenn er es noch sucht, dann muss er doch wenigstens die beiden Schweinefarmen und die Mühle jetzt auf Prio setzen, damit die Sägen arbeiten. Ja. Ja, oder zumindest die nächsten Goldminen. Er hat hier 3 offenliegende Goldminen, glaube ich. Oder noch 2, dass er so zumindest sein Holz jetzt sinnvoll wegkriegt. Und er hat auch 3 Spitzhacken über gerade. Wenn man an seiner Werkzeugschmiede guckt, so. Liegen da 3. Aber jetzt hat er es, glaube ich, gefunden. Jetzt läuft hier die Armada los und stürzt sich auf die Bretter. Das ist immer ein... ganz heikler Punkt, denn wenn er jetzt nicht so viele Siedler gebaut hätte, wie er gebaut hat, wenn er zum Beispiel sich das große Wohnhaus gespart hätte und gesagt hätte, ich gehe sofort in Farmen rein, dann ist genau das hier der Moment, wo die Priorität aufgelöst wird und sich so viele Siedler dann auf das freie Baumaterial stürzen, sowohl von Holz als auch auf Stein, ist das ein ganz, ganz beliebter Punkt, wo man sich in einen Rippsiedlermangel reinsetzen kann und ja, man sofort vom Regen in die Traufe kommt, hat die Priorität nicht weggekriegt und danach kommt der Siedlermangel und danach werden in aller Regel erstmal nur einige oder Ruinen gebaut für die nächsten Minuten, weil das Baumaterial nicht mehr flüssig läuft. Aber gut, er hat's rausgeschafft und geht er jetzt weiter dazu über, seine Nahrungsindustrie aufzubauen. Fabi hat im Chat eine interessante Anmerkung gemacht, und zwar, dass Keraban vielleicht nur 5 Sägen spielt, weil er damit rechnet, dass Venerik ihm Holz schickt oder Holz schicken könnte. Und ja, das könnte durchaus sein. Trojaner haben ja ab und zu schon mal ein bisschen was über. Ja, und wir sehen auch, dass die 5. Säge bei Venerik ein bisschen delayed kam. Die ist erst nach den Farmen gebaut worden. Mhm. Nicht vor den Farmen gebaut worden. Ja, also er hat, weiß ich nicht, ich glaube die Sägen lagen vielleicht einen Hauch voll, aber ja, ist auf jeden Fall alles im Griff hier. Jetzt können wir gleich mal gespannt sein, wo er hier seine Batterie bauen will. Er pioniert dann noch auf dem Berg rum, aber ich glaube, das ist eigentlich nur, um den Turm zu verbinden. Aber mal schauen, ob er da unter das Lager dann gleich gedenkt, seine Batterie aufzusetzen. Oder hat er oben schon einige Plays? Ich glaube nicht. Ich sehe noch keine bei ihm. Ich glaube, er ist auch gezwungen, die unten zu setzen, weil oben sehe ich jetzt nicht die Möglichkeit, wo er da Platz zu hätte. Ja. Da hat er sie jetzt geplaced. Er fängt jetzt gerade an, glaube ich, unten auf dem Berg. Die Eisenmine haben übrigens doch alle Spieler gleichgesetzt und die scheint auch gut zu laufen. Haben aber auch alle schon einen Jäger, der mithilft. Ja, gerade für Benerick ist das jetzt nice, denn er hat hier schon 2 Schwefelminen auch gebaut und er kann jetzt zusätzliches Fleisch direkt in
Schwefel rein investieren und wir dann zeitnah auch den ersten Umwandlungszauber wahrscheinlich haben, wenn seine Waffenschmieden dann fertig werden. Ach, den Priester hat er auch schon, ne? Ja, Priester hat er auch schon. Ja, ist natürlich ein bisschen awkward, dass, ja, also der Tempel ist jetzt schon fertig, das ist okay. Aber natürlich hat er jetzt, dadurch, dass er die Batterie unten baut, hat er schon relativ weite Wege. Das Baumaterial muss jetzt erstmal da runterlaufen und dann gleich eben auch diese ganzen Bauarbeiter. Und ich schätze, es wird schon eher Minute 35 werden, bis er dann da seinen ersten Zauber wird setzen können. Was dann auf der Skala der Batterienbezauberung bei Trojanern schon eher das hintere Ende ist, soweit ich weiß. Ja. Ich denke, in einer sehr guten Posi, so das, was ich bin ja auch kein Trojaner-Spieler, ich glaube, das ist keiner von uns hier, deswegen lehnen wir uns da aus dem Fenster, wenn wir irgendwas sagen, denke ich, aber also wenn man mit vier Farben und fünf Sägen startet, dann ist das Ziel schon so die Minute 33, glaube ich, als Trojaner. Ja, klingt nach einem guten Timing. Ich kann auf jeden Fall sagen, wenn ich demnächst mal in Game 3 im Turnier komme, da packe ich dann meinen Trojaner Pocket Pick aus. Safe Call. Gespannt. Ja, ansonsten hat er jetzt seinen Tempel da abgerissen und ich glaube, er baut auch direkt daneben einen zweiten großen Tempel. Das heißt, er wird auch dieses Game wieder diesen großen Tempel-Spam hier spielen wollen. Und ja, zweiter Tempel ist im Bau. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich das bewerten will. Also ich weiß, dass Fabi richtig großer Fan ist. Ich denke mir, ja, in der Zeit, wo du jetzt hier die zweite Tempelbaustelle planiert hast, hättest du halt auch deine Schwerindustrie vorplanieren können oder teilweise und hast dann gleich deine Produktion. Aber ja, er wird schon wissen, was er tut. Und er ist ja eh einer, der extrem viel baut und der auch so ohne Probleme auf eine hohe Anzahl an Waffenspielen zu Peacetime in aller Regel kommt. Ich bin mir nicht sicher, aber eventuell hat er schon Schwerindustrie unten vorplaniert bei seiner Batterie. Es kann sein, dass die schon durch ist. Ja. Also die rechte Seite ist gerade erst neu gesetzt, aber von den anderen Gebäuden könnte sogar schon was planiert sein, weil da wird auch schon was gehämmert, die erste Goldschmelze für unten und so weiter. Ja. Das ist natürlich ein Problem. Fabi hat das auch schon angesprochen hier im Chat. Er baut die Batterie hier unten, hat seine Minen allerdings ganz oben und jetzt baut er wiederum unten die Produktion. Und da wird erstmal, zumindest am Anfang, bis er auf diesem unteren Berg einiges an Minen gebaut hat, wird da viel, viel hin und her geschleppt werden müssen. Wird auf jeden Fall meiner Einschätzung ziemlich, ziemlich delayed sein, was so die typische Trojaner-Vollgasproduktion angeht. Also bis das bei ihm alles richtig anfängt zu laufen, da wird er wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit verlieren. Die Batterie ist allerdings quasi fertig. Ich denke, da fehlt nicht mehr allzu viel. Ja. Das, also Minute 33 passt. Der Priester steht, glaube ich, auch schon irgendwo. Ja, den habe ich auch schon gefunden. Ja. Wenn wir mal das Gold angucken, was ja vielleicht auf der Karte entscheidend sein könnte, ich weiß nicht, wie viele Goldminen ihr schon so gesehen habt, das sind nicht wenig auf jeden Fall, aber es sind jetzt auch, doch, es sind auf jeden Fall genügend eigentlich. Benarik war definitiv mit Goldminen ganz vorne dabei, der war immer so mindestens Gleichstand mit den anderen, beziehungsweise zwei, drei vorne sogar zwischendurch. Und zum Beispiel der gute Chris hat immer noch nur zwei. Uff. Ja, ist auf jeden Fall wenig. Also als Römer kann man sich durchaus schon früh auf seine Goldminen stürzen. Zu Veneric eben noch, er struggelt anscheinend so ein bisschen mit Fisch. Also die Goldminen liegen auch ein bisschen leer und gefühlt sind die auch ein bisschen idle dadurch. Also ganz vielleicht kommen die just in time an, aber ist auf jeden Fall ultra, ultra dünn, wie er das hier im Moment hat. Keraban spielt hier Fisch auf Steinminen. Hat zwei Steinminen gebaut, geht hier die safe Route mit dem Stein wahrscheinlich. Die lädt sich damit vermutlich so ein ganz bisschen in der Schwerindustrie. Wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel Macronix, der seinen ersten Satz Schwerindustrie, natürlich auch mit einer Farm weniger, aber seinen ersten Satz Schwerindustrie quasi fertig hat. Meinst du Macronix oder Chris? Chris, sorry. Ja.
Maconix hat halt mehr Siedler gebaut, hat auch die 6 Farmen gebaut und hat auch eine größere Holzindustrie gebaut hier. Deswegen ist er ein bisschen später, denke ich. Als es ein Silberdust ist. Wir sehen bei Chris an dem Bäcker unter seinem Starttürmchen einen arbeitslosen Geologen. 2 arbeitslose Geologen. Ja, da musst du die Leute mal wieder zur Arbeit rufen. Vielleicht trägt er aber auch die Hämmer jetzt einfach schon damit zu seinen Waffenschmieden, damit die sofort anfangen können. Wer weiß. Ja, das wäre ja ein richtiger micro-nerdiger Move. Aber ja, könnte sein. Schauen wir mal. Was ich zu Maconix noch sagen wollte, wo wir gerade da waren, also mir gefällt sein Siedler-Count hier richtig gut. Also ich habe in den letzten Tagen und Wochen Siedler dann doch mal wieder ein bisschen mehr zu schätzen gelernt und zu Ehren bin ich heute direkt erstmal wieder in den Siedlermangel reingerattert. Aber er hat auf jeden Fall genug Siedler rumstehen und hat auch 2 weitere große Wohnhäuser über seine Holzindustrie im Bau. Also er macht hier keine Gefangenen und spielt absolut auf der sicheren Seite, was Siedler für ihn angeht. Und kann dann Maconix sogar mit 7 Farmen unterwegs. Oder? Ja, 7. Ja, noch eine nachgesetzt, ja. Und da werden auch mittlere Häuser fertig jetzt, oder? Was wird da fertig? Da rechts bei ihm im Land, am Steinfeld. Ja. Ich glaub, 2 mittlere, ne? Genau. Ah, der hat erstmal Siedler satt. Ja, und wird dann jetzt einen ziemlich großen Teil seiner Schwerindustrie jetzt hier aus dem Ärmel schütteln, relativ schnell. Die ersten sind planiert und wird auch gebaut. Holz scheint auch in Time da anzukommen. Vielleicht ein bisschen wenig, muss er hoffen, dass das letzte Holz da nicht irgendwie fehlt und noch so eine Ruine zurückbleibt. Aber ja, wenn das durchläuft, dann liegt da für die Art von Aufbau, die er gewählt hat, also sehr viele Siedler, 7 Farmen, liegt da, glaube ich, gut in der Zeit mit der Schwerindustrie, fertig werdend, so Minute 36, 37. Ich würde auch sagen, Maconix hat hier gerade den Goldvorteil auf der Map. Nee, definitiv hat den auf jeden Fall Venarik. Es sei denn, da ist irgendwas nicht durchgelaufen. Ah, nee, Venariks Minen laufen nicht durch, weil da gar kein Fisch dran liegt. Deswegen hat er hier kein Gold. Der kann da so viele Goldminen bauen, wie er will, wenn er keinen Fisch hat. Also bei Maconix auch interessant, wir sehen ein Kohlelager, ein volles Goldlager und ein Eisenerz-Goldlager. Uff, der hat da die volle Jannich-Lagerbatterie gebaut und lagert hier alles ein. Der hat auch nur 2 Eisenminen. Der hat auch wirklich nur 2 Eisenminen gebaut und das sind die beiden direkt hier nebeneinander auf der Dreifach-Eisenmine oder wie viel es auch immer genau jetzt war. Und das ist wichtig, dass er das vorlagert, wenn er jetzt gleich mehrere Eisenschmelzen fertig kriegen möchte, aber noch keine weiteren besetzten Eisenminen direkt hat. Ja, hat er hier weitere Eisenminen in Aussicht? Also ich glaube, er hat halt wirklich nur die 2 hier im Moment und andere müsste er sich erst pionieren. Er ist links schon am Berg, wenn wir links mal gucken, da ist er schon an der Doppelten. Die hätte er ganz, ganz schnell auspioniert quasi. Den einen Teil hat er schon freigelegt und den anderen müsste er noch ausbuddeln. Und eine dritte wird jetzt auch auf seinem Hauptberg noch fertig, im unteren Bereich, denke ich mal. Da ist zumindest noch ein Eisenschild oder 2 Eisenschilder, die neben der Mine rausgucken. Das wird auch eine Eisenmine sein, ja. Ja, wurde beim Trojaner schon gezaubert, haben wir die Frage. Und Antwort ist auf jeden Fall ja. Da wurde abgeholt. Aber die eine Mine hier, die arbeitet vermutlich, weil da liegen noch die 8 Brote ran und ich glaube nicht, dass die... Okay, jetzt kommen da Leute. Jetzt werden sie abgeholt, ja. Ja, aber ich bin mir relativ sicher, dass er die vergessen hat auszustellen und dass er es jetzt gemerkt hat, weil sonst wird er gleichmäßiger abgeholt werden. Ach, ist das wirklich so, dass er gleichmäßig abgeholt wird? Weil prinzipiell lagen seine Minen schon relativ voll, alle anderen. Also kann sein, dass ich mich irre. Auf diesem Hügel will ich jetzt hier nicht sterben, aber ist auch egal. Also wenn es so war, dann hat er es auf jeden Fall bemerkt und die Batterie läuft. Wir sehen jetzt bei Venarik auch, wenn wir gerade da sind, da unten... Bei ihm stehen jetzt gleich auch die ersten Steinbrüche oder der erste Steinbruch steht schon da unten am neuen Steinfeld. Ja, sein erstes Steinfeld ist auch quasi weg. Sein Startsteinfeld. Wir sehen jetzt auch bei Maconix, der macht sich jetzt auch auf den Weg zu dem nächsten Stein, glaube ich. Der Silver hat sich schon dort schon hin pioniert. Und wie sieht es bei Caravan aus? Der macht sich auch so langsam auf den Weg zu dem nächsten Stein da, ja.
Ja. Ich glaube hier nicht, dass McConix hier den Goldlied hat. Ich glaube, dass er und Venarik ziemlich gleich auf sind. Weil wir bei Venarik die Fische jetzt auch angekommen sind und alle Goldminen arbeiten. Und wenn man die Goldbarren mitzählt und alles, was schon an den Goldschmelzen liegt, dann sind die ziemlich gleich auf. Maximal irgendwie 8 Differenz, aber ich denke eher gleich auf. Ja, ich glaube, Keraban hat auch gar nicht mehr so wenig Gold, hat ein ganzes Golderzlager, jetzt auch eine Goldschmelze, wo auch ein bisschen was angezogen wurde. Also ich glaube, das ist auch okay. Bei Makronix ist es jetzt bei diesem einen vollen Lager geblieben, hat das Eisenlager ein bisschen voll. Also ich glaube, da tun sich alle Spieler nicht viel, außer Chris eben, den sehe ich schon ein bisschen hinten, was Gold angeht. Bei Benerg werden jetzt so langsam die Siedler eng, wenn ich mir das hier angucke. Da werden jetzt Goldschmelzen fertig, aber ich glaube, der ist im Siedlermangel. Ist auf jeden Fall eng und er hat sich konfident genug gefühlt, um jetzt hier nochmal den Zauber setzen. Und es rennen viele Siedler von unten von den Steinbrüchen los. Stehen aber noch welche rum? Stehen noch ein paar rum, ja. Ja, also es ist wahrscheinlich haarscharf, aber es klappt und es werden jetzt gleich auch große Wohnhäuser in der Wüste fertig. Wird er also vor Problemen da wegkommen. Ich habe mal ein bisschen Goldminen gezählt. Auf dem gescherten Berg zusammen mit dem Zweierberg, den man unten hat, bin ich auf 15 bzw. 29 pro Seite gekommen. Mhm. Aber kann sein, dass ich irgendwo einen übersehen habe, aber es ist so ungefähr der Count, den wir hier ohne den unteren Berg erwarten dürfen. Ich finde das mutig von Chris, dass er das Gold so wenig priorisiert, weil der hat einfach gar kein Goldlager. Nichts. Also er hat dafür schon ein Goldwarenlager, ein komplettes. Aber der hat kein Gold mehr im Lager auf jeden Fall quasi. Ja, er hat es auf jeden Fall alles gut weggeschmolzen. Alles schon. Mhm. Wir sehen bei Makronix an der Waffenschmiede, da werden nur Schwerterchen produziert erstmal. Ja, aber ich glaube, das ist ganz typisch für ihn und er baut da immer einige und einige davon macht er zu einem Snipe-Trupp und andere macht er zu Sanitätern. Da ist er immer sehr committed und macht die immer auch sehr, sehr früh. Also vollen Schwerter-Rush würde ich von ihm jetzt erstmal hier noch nicht erwarten. Aber können wir natürlich ein Auge drauf halten. Die beiden senden sich Stein zu Makronix und, ach nicht Makronix, hier Venerik und Keraban. Ja, wir sehen hier auch zwei laufende Steinminen bei Venerik. Und da seine Steinmetze jetzt voll liegen, ist das schon ein guter Call, auch einfach den Stein rüberzuschicken, den Venerik ziemlich sicher verbaut bekommt, einfach, weil er gut vorplaniert hat. Also Keraban schickt dann Venerik hier, oder wie ist genau. Das? Sieht, glaube ich, so aus, ja. Ist gerade schwer zu sehen, da wird gerade nichts getragen. Ja, keine Ahnung, ob dieser Esel von Venerik jetzt noch auf irgendwas wartet, bis er zurücklaufen kann. Ja. Mein Keraban hat halt auch genug Steine. Hat auf jeden Fall auch viele große Wohnhäuser gebaut hier vor seinem Berg und ist dann jetzt auch dabei, seine Schwerindustrie aufzubauen, aber ja. Also ich glaube, das ist relativ even im Moment, die Römer unterwegs, was den Count an Schwerindustrie angeht. Ja, wir sehen allerdings natürlich schon eine Differenz von 50 verbauten Ressourcen zugunsten von Makronix. Klar kann man da nicht so 100% drauf gucken, vielleicht hat Keraban mehr Häuser gerissen oder so. Aber ich denke, dass Makronix, der größer aufgebaut hat, was die Sägen und Steinmetze am Anfang anging, hier ein bisschen vorne ist. Und er baut Mana. Oh. Ein Weingut. Jo, da am Berg, ja. Ja, interessante Wahl. Ich persönlich bin nicht mehr so Fan von Mana. Ja, mal schauen, wie gewinnbringend er das schafft, hier einzusetzen. Also Goldminen hätte es ja durchaus noch gegeben, die man vorher halt priorisieren könnte, bevor man dann mit Mana bauen anfängt. Aber gut, es ist halt eine Wahl und manche Spieler glauben halt noch an die Stärke von Schildern. Ich persönlich tue es nicht mehr, aber ja, vielleicht weiß man Konix da auch mehr als ich. Eine Sache, über die ich noch mit euch gerne reden würde, bei Keraban haben wir ja die Steinmine gesehen, die er mit Fischen füttert. Hättet ihr das auch so gemacht oder hättet ihr gedacht, dass wenn man dann Fische für irgendwas benutzt, dass man dann doch lieber ein Fischlager macht und sich den Tempel gönnt
und dann halt eben umwandelt und dann zumindest für jeden Fisch auch einen Stein kriegt, anstatt dass man halt hoffen muss, dass die Mine auch was ausspuckt, was sie auf Random ja in aller Regel nicht tut. Ich Ich wäre auch auf würde. Terraban gegangen, glaube ich. Ich auch. Nicht durchs Vorderspiel. Absolut nicht. Ich glaube, ab irgendeinem Punkt muss man sich überlegen, ob man den Fisch umwandelt. Aber für den Anfang ist das Commitment einfach sehr riesig, diesen Tempel noch zu bauen. Das könnte auch ein großes Wohnhaus sein. Dann hat man, ist man safe mit Siedlern. Und außerdem, wenn du Fisch auf Eisen spielen wollen würdest, was Laufen Keraban gerade hier jede jetzt. Menge Diebe von Keraban Ja, zu Silber. er hat auch Oh. 13 Stück. Die hat er auch schon ein bisschen länger. Ich weiß nicht, was er damit genau vorhat. Ob er damit Waffen und Gold oder sowas Ja, klauen will oder die ob er Eisenmine leer Minen leer räumen. klauen will. Da stehen natürlich aber auch gut Soldaten. Ja, Ja, der eine und Chris patrouilliert hat auch es auf dem gesehen. Berg. Ja, Chris hat es gesehen, ja. Guck mal, da ist der Schwert hier. Und Ja, das ist zumindest natürlich jetzt kommt der wahrscheinlich jetzt ein PT-Wallpaper. toter Schwert hier. Ah, das ist eine gute Sache. Weil in der Theorie darf Keraban hier seine Diebe nicht wegziehen und den Schwerti damit in die Wall baiten. Das heißt, er muss sie da einfach sterben lassen. Uff, das gibt einen Strike auf jeden Fall. Nee, es gibt keinen Strike, weil er hat es ja nicht gemacht. Ja, aber hätte er das gemacht. Ja. Na, dafür gibt es tatsächlich keinen Strike, sondern das ist per Rulebook einfach verboten. Aber das ist sehr, sehr schwierig, da wirklich bösen Willen nachweisen zu wollen, würde ich auch behaupten. Wir sehen das Fischlager, was du eben angesprochen hast, bei unserem lieben Silverdust. Und er macht das einfach, indem er seine Eisenminen trotzdem beliefert mit Fisch und einfach genug Fische hat. Ja, aber hat er einen großen Tempel? Nein, hat er noch nicht. Aber er hat vorliegende Fischer. Ja, da springt auf jeden Fall der Lachs bei ihm. Wir könnten natürlich gucken, wie es mit Makronix aussieht, ob er vielleicht den Tempel baut und ihm dann das halt einfach umwandelt. Das kann natürlich auch sein, dass sie sich da in der Richtung abgesprochen Makronix haben. baut den Tempel, ja. Links oben am Berg, an seinem hinteren. Links oben am Berg. Ja. Am hinteren, ja. Ja, können wir gleich auf jeden Fall beobachten, ob der Priester da dann seinen Einsatzort findet. Bei Chris, der Zauber auf jeden Fall spottbillig, ein Mana, maximal vier Mana und ja, sind schon geschenkte Steine, wenn man denn genug Fisch hat. Wir sehen jetzt auch bei Makonix, er hat jetzt, glaube ich, auf Bögen umgestellt. Ja, das ist auf jeden Fall zu erwarten, aber es sind schon einige Schwerter, die er da gemacht hat. Also ja, ein guter Snipe-Trupp und einige Sunnies, wie gehabt bei ihm. Was die Schwerindustrie bei den Römern angeht, die man ja ein bisschen leichter vergleichen kann, ist, glaube ich, im Moment Keraban vorne. Hauchdünn. Obwohl, nee, Makronix ist vorne. Ja, Ja, also es Makronix ist vorne, bei werden. dem steht es schon ein bisschen länger. Ja, bei Caravan werden unten jetzt nochmal, oder sind zwei Waffenschmieden fertig geworden, dann ist er, glaube ich, gleich even zu Makronix. Aber ja, bei Makronix stand es natürlich schon ein bisschen länger. Makronix lässt auch nichts anbrennen. Der hatte jetzt seinen großen Tempel schon fertig gebaut. Kleiner Tempel steht auch und arbeitet. Caravan produziert schon. Gerade angefangen. Ja, baut hier unten einen großen Turm und Veneric baut sich da auch selber mit dem Turm ran, wird wahrscheinlich auch einen großen Turm dann da auf die Lichtung dann setzen und dann sind die beiden hier sehr defensiv zusammengebaut. Ja, der Gegner hat natürlich einen weiten Weg hier durch das Land zu pushen, um da dann an die Türme von den beiden ranzukommen und das ist natürlich eine sehr nice Rush-Abwehr. Ja, hat allerdings sehr freies Feld auch, um bei Venarik durchzugehen, weil der halt seine Sperrindustrie unten baut. Das stimmt tatsächlich, ne? Also die können da gerade einfach über den Berg durchs Land durchlaufen. Da sind nicht irgendwie große Hindernisse, also. Ja, und über Venerics Sperrindustrie sollten wir ohnehin mal wahrscheinlich reden, denn ja, wir nähern uns Minute 50 bald und ja, bei ihm stehen, so wie ich das sehe, nur vier Waffenschmieden bisher. Das ist auf. Ja, für Trojaner-Verhältnisse schon wenig. Also ich glaube, er ist hier schon ein bisschen am Struggle mit den Gegebenheiten dieser Position. Ich glaube, im Nachhinein war es nicht die richtige Entscheidung, die komplette Schwerindustrie nach unten zu verlagern. Also ich glaube, ich hätte tatsächlich oben am Berg angefangen, Schwerindustrie zu starten und dann vielleicht unten einen Ticken zu erweitern.
Ja. Ich glaube, er ist auch einfach Opfer davon geworden, dass er halt die Batterie sicher bauen wollte und die dann nach unten gesetzt hat. Und so ergibt sich dann eins zum anderen. Wenn er auf eine schnelle Batterie auf dem oberen Berg gegangen wäre, dann ja, hätte er oben die Batterie gehabt, hätte er schnell gebaut, dann halt auch die ersten Minen alle ohne Probleme gehabt und hätte dann wunderbar im Anschluss seine Produktion da oben aufbauen können. Hat dann natürlich das Problem, dass er sich eventuell eben nochmal um eine Ersatzbatterie kümmern muss. Aber das muss man natürlich auch erst so ab Minute 60 und bis dahin läuft es bei ihm vermutlich. Oder läuft es halt häufig so, dass man sich das auch mal erlauben kann, nochmal eine zweite Batterie bei PT aufgebaut zu kriegen. So ein paar Oh, Insights. Venerik, hier oben auf dem Berg bei Venerik, da sind die Spuren der Diebe noch zu sehen, quasi an der Goldmine. Da liegen zwei Golderz und ein Fisch außerhalb der Grenze. Ada, ja. Ja, ein paar Fische also entwendet, bisschen am Klauen, aber Nichts Wildes. ja, jetzt ein paar Fische an den Goldminen oder ein paar Goldkörbe wegzutragen, ist dann jetzt auch nicht mehr der größte Verlust. Aber ja. Kann es sein, dass einfach ein Priester gerade von Makronix rüberläuft zu Silverdust, um den Fisch da umzuwandeln? Ja, hoffe ich doch mal, denn genau das hätte ich eigentlich erwartet jetzt von der Tatsache, dass Silverdust hier ordentlich vorlagert, aber selber keinen Tempel sich gebaut hat. Einer baut quasi eine kleine Mana-Produktion und zaubert für beide um. Was ja auch wichtig wäre, dass er schnell kommt, weil die ganzen Fischer liegen halt einfach leider voll. Und die Kohleminen liegen teilweise leer. Da muss man sich dann überlegen, ob man diesen Fisch nicht mal kurz auf Kohle stellt. Ja, das ist allerdings ein ziemlich dickes Problem und ja, viele Kohleminen neu in Aussicht hat Silver das hier auf jeden Fall nicht. Und es ist auch nicht so, dass er Kohle vorgelagert hat. Wenn ihr euch mal die Gebäude anguckt, die scheinen noch zu arbeiten, aber es wird nicht mehr lange so gut gehen. Werden noch Fischer gebaut bei Silverdust oben an der Küste? Jo, ganz viele sogar. Ja, 5 Stück. Die haben auch gleich beide einen Marktplatz. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da der Stein dann zurückfließen soll, quasi, aber halte ich für nicht so effektiv, zumindest zu diesem Moment. Ja, also die Gebäude laufen hauchzart durch, aber ja, Eisen schmelzen manchmal ein bisschen eitel, aber er hat natürlich auch ein bisschen Vorsprung an Eisenbarren, also eventuell haut's in, vielleicht kommt jetzt auch mal ein bisschen Kohle noch von oben von dem Berg runter und dann entspannt sich das gleich bei ihm wieder ein bisschen. Aber ist natürlich eng auf Kante hier alles bei ihm und das auch nicht erst seit jetzt gerade, also man konnte das schon vor 10 Minuten bei ihm sehen, als wir da das erste Mal oder ein paar Mal hier vorbeigeschaut hatten wegen dem Fischlager, dass da ja auch schon die Eisenschmelzen sehr unter Druck standen und wenig bis gar keine Kohle hatten. Er hat natürlich noch genug Eisenbarren, das muss man auch so sagen. Ja. Kann auch sein, dass da am Regler gespielt wurde. Wir sehen bei Chris auf jeden Fall, er hat gerade auch zwei große Türme im Bau an diesem Fluss überm Berg. Baut jetzt also auch so ein kleines Bollwerk hier auf, wo er sich gedenkt zu verteidigen. Mal schauen, ob Makronixen eine ähnliche Position wählt und dann vielleicht lieber seine Fischer vom St ist das der Startfluss? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, ist er nicht. Aber ja, er könnte da halt auch noch seine großen Türme bauen. Dann ist man relativ eng beieinander, was die Verteidigung der Türme angeht. Was die Solis angeht, würde ich sagen, ist Makronix im Moment vorne. Von dem, was er gedrückt hat und was noch in den Lagern ist. Er hat drei komplett volle Lager. Und nur 30 Truppen weniger als Keraban, der ein halb bis dreiviertel volles Lager hat. Ja, was mir bei Makonix nicht ganz so gut gefällt, ist, dass er hier jetzt einen großen Turm gebaut hat und der halt maximal nah an der Front steht. Also dieses Bollwerk, das ist natürlich ein ganz lohnendes Ziel und stellbar im Gegner. Und ich würde mir schon wünschen, dass er, ja. Er baut da oben weitere Farmen, aber ich glaube, auf solchen Positionen kann man schon ein Argument dafür machen, dass man da oben vielleicht doch versucht, zwei Kasernen, Lager und dann einen großen Turm da oben nochmal versucht unterzubringen. Nur um safe zu sein und seinem Partner eben auch ermöglichen kann,
schnell und einfach an seinen Turm rüber zu rotieren, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt. Weil wenn die beiden jetzt wirklich an Markonix Turm hier vorne verteidigen müssen, dann ist das halt schon ein weiter Weg und für Chris zum Beispiel weiter als für Veneric. Die Frage bei Markonix, die sich mir stellt, ist, braucht er wirklich alle seine Sägen? Die liegen nämlich ziemlich voll gerade. Hat er da ein bisschen zu wenig Planierer eventuell oder zu spät seine weiteren... Also er baut jetzt ja quasi ganz rechts die Farm und ganz links neue Wohnhäuser. Und entweder sind ihm da Pioniere zu lange gelaufen zwischendurch oder er hat zu spät die Gebäude gesetzt, weil seine Sägen sind wirklich relativ voll, gerade die unteren. Ja, es ist halt immer noch die Frage, also wenn man mit einer Werkzeugmiete spielt, dann kommst du auch nicht so in den Genuss von großen Planierer- und Bauarbeiten weiterzahlen vor, sagen wir mal, Minute 50. Da kann man schon froh sein, wenn man so auf seine vielleicht 30 Planierer, 30, 35 Bauarbeiter kommt, aber dann müssen eigentlich nur noch Spitzhacken erstmal gebaut werden. Und erst jetzt ungefähr ab Minute 50, wo die Schwerindustrie steht und alle relevanten Minen gebaut wurden, dann findet die Werkzeugschmiede wieder Zeit, auch mal ein paar Hämmer und Schaufeln für Bauarbeiter und Planierer rauszuhauen. Ja, aber wenn man bedenkt, dass es Römer gibt, die auch 7 Sägen verbauen auf einer Werkzeugschmiede, dann sollte man seine 6 auf jeden Fall schon verbaut kriegen. Aber er ist jetzt auch wieder dabei. Also die Baustellen sind wieder fertig geworden, ist alles abgetragen worden. Die Baumstämme stapeln sich nicht, also es scheint nur ein kurzes Problem gewesen zu sein. Silva hat sein Problem auch erkannt und hat inzwischen Lachs auf Kohle gestellt. Ja, nice. Und das Lachslager füllt sich trotzdem. Da hat er genug. Und ich glaube, gerade du, David, als großer Fan von Fisch, da geht dir unter Umständen einer ab, wenn du so viel Fisch da siehst. Das ist alles ein Gedicht. Ich habe so ein ganz bisschen Angst um die Siedler von Markonix. Wenn ich mir angucke, wie viel da noch im Lager liegt, dass jetzt gerade eine neue Nahrungserweiterung fertig wird und so viele Häuser nicht mehr im Bau sind. Weil die da unten, die großen, die schütten noch aus, die 2 großen da. Ja, das stimmt. Also es könnte schon... Okay, seine Lager sind jetzt auch so gut wie leer. Das passt also ganz gut. Ja. Ja, ich sehe hier gerade bei Kiraban, er hat einen Turm ausgelagert. Höchst interessant. Tatsächlich, ja. Lol. Ja, also, haben wir gar nicht mitgekriegt. Ja, einmal kurz auf die Minimap hier geschaut. Und ja, auf jeden Fall in diesem Team jetzt mal nicht Veneric hier mit dem zweiten Land, sondern Kiraban. Wer hätte es gedacht? Und ja, es ist auf jeden Fall ein Turm, der unter Umständen da so schnell auch nicht gefunden wird, weil man auch wenig Grund hat, diesen Teil der Karte zu scouten. Also wenn man nur auf Sicherheit bedacht ist, dann wird man sich in diesem Bereich zwischen See und diesem Wasser hier begnügen und da nochmal Vision aufbauen, sodass man Schwertertrupps von da spotten könnte, also für Chris. Aber weiter in diese Richtung zu scouten, wäre auf jeden Fall keine Sache, die man machen würde. Also ja, das könnte auf jeden Fall eine ziemlich nette Trumpfkarte für Keraban später nochmal werden, wenn sie denn vor dem Problem stehen, dass Keraban angegriffen wird und wie man sich dann verteidigen will. Ja, und Keraban ist auch einer, der Sanis gebaut hat. Die anderen haben lieber Schwerter gebaut. Die anderen Römer. Ja, aber lass uns doch nochmal über Veneric reden. Ich finde, Veneric ist hier wirklich ein bisschen am Struggeln. Ich weiß, dass eines der Ziele für einen Trojaner durchaus sein kann, dass zur PT 12 Waffenschmieden laufen. Gerade wenn man mit Umwandeln spielt. Wir sehen jetzt 2, 4, 6, 7 Waffenschmieden, wovon eine gerade erst fertig geworden ist. Da ist jetzt gerade erst der Typ eingezogen quasi und das Fähnchen erschienen. Das ist also recht wenig. Ja. Auf jeden Fall. Und er scheint auch gerade gar nicht mal so viel Eisenerz hier produziert zu haben. Also diese ganzen Waffenschmieden lagen alle leer. Eisenbarren meine ich. Also ich glaube, er hat gar nicht mal so einen hohen Eisenschmelzen-Count. Und ja, oben stehen ja nach wie vor halt keine. Und dann hat er im Moment hier 1, 2, 3 und am Startum dann die 4. Eisenschmelze. Und ja, dementsprechend wenig Output kommt da gerade. Und dieser eine Umwandlungszauber, der ist dann jetzt auch schon wieder...
Ja, also alle Eisenbarren wurden an die Waffenschmieden getragen und gleich muss dann entweder der nächste kommen oder er wird wieder ein bisschen eitel. Er spielt allerdings mit zwei Werkzeugschmieden. Ah. Also ist wahrscheinlich das Ziel bei ihm nicht 12, sondern maximal 11 oder 10 Waffenschmieden bis zur PT. Und dann läge er ungefähr im Soll. Er hat auch seine Farmerweiterung schon durch. Da werden jetzt noch die kleinen Tempel und Ölpressen wahrscheinlich kommen. Ja, sieht auf Also jeden er spielt hier Fall. wahrscheinlich eine sehr, sehr safe Variante. Die Frage ist, ob er einfach zur PT damit untergeht. Makronix hier, Soldaten, wie du vorausgesagt hast, also schon relativ deutlich voraus. Von 50 Soldaten knapp vor Keraban. 45, um genau zu sein, beim letzten Tick. Schon. Ja, 16 hat Keraban noch auf Lager und bei Makronix sind die Lager leer, aber trotzdem Makronix gibt's da auch noch eine Sanitäter Differenz. gemacht hier. Haben sich richtig schön, also muss ich sagen, bei Makronix da im Land, die Sanitäter ums Wohnhaus ist schon richtig edel, oder? Haben sie sich schon schön aufgestellt. Silverdust Jetzt auch mit laufen sie. Sanitätern. Nice. Silverdust auch mit Sanitätern hier Ja, unterwegs. gefällt mir. Also alle Römer bauen hier Sanitäter. Ja. Ich habe mich eben noch mit Katze darüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie siehst du das, David? Sanitäter schon mit den ersten Truppen oder nicht? Also meine persönliche Meinung ist, Sanitäter machen, wenn man den ersten Kampf gewonnen hat, weil du brauchst sie ja tatsächlich auch erst wirklich effektiv, wenn du den ersten Kampf gewonnen hast und deine Truppen hochheilen willst. Die Frage ist, wie gut sind sie im Kampf einsetzbar? Und ich fand die Argumente von Katze da sehr gut, der argumentiert hat, dass sie im Kampf eigentlich nicht so gut sind, weil sie Ja. häufig wenig angeschlagene Truppen heilen oder alle denselben heilen oder solche Späßchen. Da gehe ich voll mit Katze. Also ich mag Sanitäter auch, aber ich würde sie halt erst anstellen, wenn ich den ersten Kampf gewonnen habe. Ich habe dann doch lieber jeden freien Bogenschützen vorne an der Front, wenn es irgendwie geht. Ja, wo ich gerade bei Makronis in der Siedlung stehe, ganz interessant, er hat schon Satz Ciris hier im Bau und ja, Minute 60 jetzt gerade durch, können mal gucken. Makronix 216 zur PT, damit hier bester Spieler. Keraban jetzt aber auch nicht so weit dahinter mit 175 und ja, Makronix ist Veneric. aber, Ja. bei Makronix an dem Ciri-Set ist schon hart, ne? Wie die Siedler, so die letzten in der Siedlung, sich jetzt gerade verabschieden. Ja, und ich glaube, da läuft auch ein Dieb gerade, der da Ja. Goldbarren Ja, wegträgt und geil. da wird das Nice. Set denied und ja, das müssen wir mal schauen. Also er wird auf jeden Fall trotzdem auf die 100, 107 dadurch kommen, würde ich mal annehmen, aber Das auf jeden Fall, aber wenn er das in Wohnhäuser investiert hätte, wäre er ja auch schon fast bei 107 gewesen. Aber er läuft jetzt los ja. und der Chris bleibt stehen. Ja, also müssen wir mal kurz sortieren. Chris, ja, bleibt stehen. Wir sehen ganz außen auch noch einen Schwertertrupp von Chris, also auf der rechten Seite, der sich da jetzt Richtung Keraban bewegt. Und auf der Dasselbe linken bei Seite, Marconic, genau. genau, da kommen die auch. Also die Zange ist aufgemacht und währenddessen passiert dann eventuell gleich in der Mitte Action. Makronix tastet sich so langsam vor. Ich weiß nicht, wie viel Scouting-Info er hat, aber wenn er Scouting-Info auf den Gegner hat, dann sieht er eventuell, dass hier vorne erstmal gar keine Units unterwegs sind und dass, ja, Veneric auch viele, viele Truppen an seine großen Türme bei Keraban jetzt halt hinzieht. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass Makronix hier wirklich mit Siedlern drin geht. Das hatte ich ja eben schon mal, aber jetzt kommen aus nicht so vielen Häusern was raus. Und der baut einen Ciri-Satz, der noch nicht zu Ende gehämmert ist. Und er rekrutiert weiter. Es geht sich wahrscheinlich gerade auf. Da links ist eine Haus, ist gerade fertig. Und da unten fehlt noch ein Stein. Ich glaube, der wird jetzt gerade hingetragen. Zack, Ja. ja. Ja, Es das. könnte sich ausgehen, ist aber gewagt. Also, ja. Ja. Ja, also kurz nach Der muss Biestern. jetzt auf jeden Fall erstmal nicht weiter Sperrindustrie bauen, sondern erstmal weiter. Er baut auch noch weitere Sperrindustrie, wo ich das so gerade sage. Ich habe eben nämlich mal nachgezählt, da hatte er 6 Waffenschmieden auf dem unteren Teil seiner Sperrindustrie und entsprechend, ich glaube, 8 Goldschmelzen auf die 6 Waffenschmieden. Und ich dachte, er würde jetzt erstmal nicht erweitern, aber er erweitert oben bei seinem Tempel nochmal. Und dann wird das doch eng mit den Siedlern.
Also muss auf jeden Fall. Okay, das eine große Wohnhaus wurde jetzt fertig. Aber ich würde ihm auf jeden Fall raten, jetzt nochmal einige mittlere hier zu bauen, dass er wieder auf den Count kommt, weil zu einer Stunde, da will man schon so seine 600, 700 Siedler haben, weil die Siedlung schon immer größer wird und ja, einmal in den Siedlermangel rein ist halt instant GG heutzutage. Und da sollte man nicht zu greedy sein in favor für Produktion. Womit das untere Team, also sowohl Keraban als auch Venarik voraus sind, ist das Abholzen der Wälder, die so im Weg rumstehen. Das haben beide priorisiert während der Peacetime schon und damit sind sie auch schon relativ weit. Und sowohl Malkonix als auch Silverdust arbeiten noch an ihren Wäldern und zum Teil auch nicht mehr, weil die Holzfäller einfach voll liegen. Ja, hier oben hat Keraban jetzt auch ein paar Level 3 Schwerter rausgeschickt, um einige Level 1er hier zu clearen. Chris lockt die jetzt in Richtung seines Schwerterballs, wird die dann clearen können. Aber Keraban sollte es eigentlich auch gesehen haben. Also mit dem Aussichtsturm, der dürfte wahrscheinlich relativ nah an den See da rankommen und da sind diese Schwerter auch eben vorbeigelaufen. Und ja, spätestens jetzt passiert dieser Kampf. Keraban dürfte die Meldung kriegen. Ja, er hat aber vielleicht nicht alle gesehen. Ja, also es kann sein, dass er jetzt nur mit 5 Schwertern da rechnet, aber es sind in der Tat hier mehr. Und es sind ganz schön viele, ja. Ja, aber Keraban natürlich in der Situation, dass er absolut nicht in Gefahr ist. Er könnte immer noch alles da abreißen und hätte seinen ausgelagerten Safe-Turm. Ja, beide Römer sind hier auch nicht auf 8 Waffenschmieden. Ich glaube, in einer perfekten Römerrunde hat man zu dem Zeitpunkt 8 Waffenschmieden laufen. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen langsamer mit dem Ausbau. Keraban auf 6 und Makronix, glaube ich, auf 7, wenn ich das richtig... 8 jetzt mittlerweile. Ja, Makronix und Chris, die moven jetzt hier gerade in der Mitte, vereinen so ein bisschen ihre Armee. Keraban steht hier oben relativ alleine am Berg, während Veneric weiter unten an seinem Turm chillt. Und es war ja schon mal ein Problem bei den beiden, dass der eine gekämpft hat und der andere noch zu weit hinten stand. Ja, und das ist auch so ein komplett unnötiges Problem, denn ob du jetzt, weiß ich nicht, irgendwo zum Beispiel in Höhe deiner Marktplätze oder so stehst oder jetzt doch da hinten am Turm, ist halt relativ egal. Also stell dich einfach an die Marktplätze und dann ist man auch ein bisschen flexibler, um rechtzeitig irgendwo hinzugehen. Aber Chris und Makronix laufen jetzt vor und Keraban zieht sich folgerichtig zurück in seine Siedlung. Wir haben schon einen Turmsnap verpasst auf der linken Seite bei Venarik. Hat zwei Minen kaputt gemacht, zwei Kohleminen und vielleicht zwei, auch noch ein Standnetz. Und links, ja. Ja, also ist auf jeden Fall schon ärgerlich, denn die Steinfelder, die will man durchaus haben. Wir sehen gleich den zweiten Turmsnipe eventuell. Da steht ein gelber Schwerti auf der linken Spitze bei dem Fluss, links unten. Und das ist wahrscheinlich derselbe, der den ersten Turm schon gesniped hat. Und da steht noch ein Turm von Venarik. Ja, der jetzt wirklich nicht wichtig wäre, außer für Fischer. Und für Fischer sollte hier eigentlich auch so genug Platz sein, aber... Ja, jeder Snipe ist auf jeden Fall was wert. Ja, ich bin gespannt, wie Chris und Makronix das hier jetzt vorhaben. Also sie haben beide den 107er Spike und die Gegner haben den 107er defensiv noch nicht. Das heißt, das passt für die. Aber das weiß man auch nicht unbedingt. Also ich persönlich bin halt, was das Angreifen mit 107 nur angeht, immer ein bisschen zurückhaltend. Weil wenn der Gegner ein gutes Spiel hat, dann hat er halt schon den 107. Man kämpft even, meistens in schlechteren Linien und ganz nah an den gegnerischen Reinforcements. Und da will man eigentlich nicht unbedingt kämpfen, sodass für mich so der 119er sehr viel attraktiver ist, um da dann aktiv zu werden. Aber die beiden haben natürlich alle Optionen. Also sie stehen jetzt hier in der Position, werden wahrscheinlich auch Vision haben und wissen, dass die Gegner... Turmsnipe unten bei Veneric und ein Turmsnipe. Ja, den ich eben schon angekündigt habe, der ist jetzt gefallen. Der ist jetzt passiert. Ja. Ja, Chris und Makronix sind da ziemlich gut drin, einfach in diesen Turm-Snipes. Ja, da sollte man auf jeden Fall versuchen, auf den Außenlinien auch mal mit Schwertern ein bisschen zu matchen, damit man das nicht über sich so ergehen lassen muss, um einfach mal diese Units geklärt zu haben und dann ist da Ruhe im Karton.
Und ja, ich meine, für einen Trojaner tut es halt schon weh. Er hat jetzt hier seinen Steinzugang verloren. Baut er jetzt nochmal einen neuen Turm? Aber wir wissen ja von Veneric auch, dass er durchaus gerne auch mal Türme, mehrere Türme in einer Reihe verliert. Und der Schwertkämpfer räumt auch noch ein paar Geologen hier ab und die neigt jetzt hier quasi das Erkunden dieses Berges. Das ist also schon ärgerlich, was hier gerade passiert für Veneric da im Hinterland. Ja. Und wo er sich auch darauf konzentrieren muss. Ja, ich schaue mal eben zu Chris und Maconix. Also beide warten da jetzt. Ich frage mich, ob da jetzt noch weitere Zielobjekte im Bau ist, dass sie auf 119 kommen und vielleicht dann anfangen zu committen. Aber bei Maconix sehe ich, glaube ich, weiter nichts an Zielobjekten. Also er wird dann jetzt auf der Kampfkraft, die er jetzt hat, bleiben. Aber er hat es auf 120 geschafft. Das heißt, er ist also auf der sicheren Seite. Er hat den Spike. Wie ist es bei Chris? Chris baut keine weiteren Zielobjekte, da habe ich eben schon ein bisschen rumgeguckt. Da ist nichts im Bau im Moment. Aber jetzt auch Mana gebaut, Chris, ne? Chris auch. Jo, stimmt. Chris auch. Drei Dingens. Und Maconix hat seine Mana-Industrie auch nochmal erweitert. Auf ein weiteres Weingut und einen weiteren Tempel. Der Umwandlungszauber bei den Fischen im Fischlager ist immer noch nicht passiert. Klar hat. Sind da jetzt oben auf jeden Fall wieder genug Steinmetze, da liegt aber auch nichts voll. Also das eine Mana zu investieren, ein paar Fische umzuwandeln und da auf der sicheren Seite mit dem Stein zu sein. Ja, vor allen Dingen auch einfach wieder einen neuen Lagerplatz für die Fischer zu schaffen, dass die Fischer einfach wieder arbeiten, ne? Genau, die liegen halt einfach komplett voll. Ist halt auch ein useless Gebäude dann gerade in dem Augenblick, ja. Dann lass ihn, genau. Und ein Mana, ja, ist ja halt nur wirklich. Ich glaube. Da ist ein bisschen Action, die Moven. Ja, und ich glaube, Maconix begeht da einen riesen Fehler. Ja, also, ich glaube auch. Also die Linie wird auf jeden Fall nicht gut gehen. Also er muss auf jeden Fall erstmal warten, bis Chris hier Anschluss gefunden hat und von der rechten Seite aus die Linie aufbauen kann. Und das hat er auch erkannt, zieht sich dann jetzt zurück, hat also nicht allzu viel gekostet. Was natürlich gefährlich ist, ist, dass Veneric jetzt hier die Chance ergreift und links um den Serum versucht zu moven. Und das kann halt schon gleich ein Szenario geben, wo Maconix Schwierigkeiten kriegt zu reinforcen und die Armee von Chris und Maconix hier so ein bisschen stuck dann sind im gegnerischen Land. Ja, aber wenn sie da jetzt zu zweit drauf moven, dann steht da unten bei den beiden großen Türmen einfach nicht genug, um das zu verteidigen, insbesondere weil es dann doch recht offen ist, gerade zur rechten Seite von der. Der Caravan nimmt alleine den Fight, ist nicht so. Ja. Und bei Veneric steht auch noch super viel Zeug rum, was jetzt einfach loslaufen müsste, was jetzt auch losläuft. Auch an seinen Sonnenblumenfarmen stehen, ich glaube, noch 20 Units. Und da und am Berg stehen auch nochmal 20. Ja, und der Priester ist da. Wir haben 61 Mana, das sind, glaube ich, zwei oder drei Schilder. Ja, mit ein bisschen Glück sind es drei, aber ja, mal schauen, ob er die jetzt raushaut. Ja, das ist das Erste. Und ja, die Linie für Caravan auf jeden Fall bedenklich, sollte dringend zumindest das Wohnhaus da abreißen. Aber die gegnerischen Hügel sind halt schon vor die Schweinefarm gekommen und eigentlich muss er sich da jetzt zurückziehen, weil das ist so die absolut perfekte Reihe von der Kaserne an bis da runter. Er wird auch gechillt bei Maconix. Die Schwertkämpfer von Silverdust sind fast im Kampf drin. Die Frage ist, was er jetzt mit denen macht. Wird er jetzt mit denen in die Flanke reinlaufen oder wird er auf die Türme? In die Flanke. Denke ich auch. Also wird Sinn machen, da in die Flanke zu gehen. Wir sehen Schwertis bei Veneric auch wieder bei den Sonnenblumenfarmen rumstehen oder immer noch rumstehen. Das sind, glaube ich, die ihr eben erwähnt habt. Die müssen da unten jetzt in den Kampf rein. Oh, Maconix wird da jetzt abgefangen von Veneric. Böse umlaufen, guck mal. Ganz genau. Aber dafür gewinnen die beiden unten. Da sieht es ganz, ganz schlecht aus für Caravan. Ja, aber ich weiß ich nicht. Also gefühlt ist das, glaube ich, okay, weil Maconix da jetzt richtig auseinandergenommen werden wird auf der linken Seite. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass Caravan hier absolut nicht in Todesgefahr ist, weil er eben noch diesen Reserveturm da oben hat. Er kann jetzt also gleich diesen ersten großen Turm an der Kaserne reißen und hat dann den letzten quasi unten noch, auch in Reichweite von Venerics Türmen. Und da kann er sich wirklich, wirklich Zeit lassen, bis er dann auch diesen Turm eventuell abreißt.
Ja, es sind auch nur noch 7 Schwerter über, weil die halt in die Flanke reingelaufen sind. Da ist auch nicht viel Gefahr mit den Truppen, die bei Venarik noch hinten rumstehen. Aber ja, Venarik hat sich da oben jetzt in eine ganz komische Situation reinbegeben und da oben... Ja. Von hinten kommt was von... Also jetzt ist die Mordor-Situation quasi genau umgedreht. Die Frage ist, wer hier den Aragorn unter seinen Soldaten hat. Ja, wird interessant hier. Ja, könnte schon verteufelt eng werden. Aber Chris hat natürlich jetzt mit seinen Schwertern da gerade gekämpft und die haben vermutlich nicht mehr ganz so viele Hitpoints übrig gelassen. Aber er hat ja Sanitäter daneben stehen, das ist gar kein Problem. Ah ja, genau, ist richtig. Ist denn Makronik sein Schwertertrupp? Der hatte doch da auch links unten bei Winder irgendwelche, die sind aber weg. Da habe ich auch die laufen, die sind an den Kasernen bei Venerik. An den Kasernen. Die Kaserne ist dicht, die eine. Da sind die Schwertis von Makronix. Ui. Jo, das ist natürlich bitter. Und der hat ja nur die eine? Zwei, ne? Nee, der hat da drüber noch eine. Aber die zweite ist gleich auch zu. Ja, die zweite wird jetzt gleich... Und er muss da ganz schön viel runterziehen, um das zu deffen. Er hat da seine Schwertis von oben hingezogen und die Bogenschützen. Die delayen das schon ziemlich und es sieht sehr, sehr gut aus für Team oben. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt hier durchgepusht und Schwerter sind da. Wenn Chris es dann gleich gut microt und da nicht allzu viele Level 3 Schwerter beim Nehmen des ersten Turmes da verliert, dann wird er auch genug haben, um noch diesen zweiten Turm dann da zu pushen. Und jetzt altet schon seine Schwerter von Venarix Kasernen, glaube ich, rüber zu den großen Türmen. Wird da jetzt aber, glaube ich, gleich abgefangen von Venarix Schwertern. Ja. Makronix-Schwerter sind quasi tot. Ja, die sind quasi dead. Und jetzt muss Venarik mit den Truppen, die er da unten hatte, dringend nach oben laufen, um da die Situation irgendwie zu stabilisieren. Weil jetzt bekommen sie schon, auch durch das zwei große Türme schießen, ein paar Freekills, verlieren natürlich auch entsprechend durch die besetzten Kasernen Freekills. Ich denke, das ist besser fürs obere Team, wenn die Kasernen durchlaufen und zwei große Türme schießen. Im Gegensatz schießen. Makronix Sanitäter räumen richtig auf an Kerabans Kaserne hier und holen sich ein Kill nach dem anderen. Geil. Keraban mit ganz vielen Dieben und Makronix zieht sich da zurück. Ja. Lass uns mal auf die Zahlen gucken. Wir sehen das obere Team mit noch fast 300 Truppen, das untere Team mit 180 Truppen. Deutlich, deutlich mehr Kills für das obere Team, die auch den Kakatik zumindest in Form von Makronix erreicht haben, die 125 sogar. Ja, sieht, denke ich, vermutlich auch fast gewinnbringend aus, denn ja, die sind hier im Land. Ja. Jetzt sind die Highlander natürlich super geil, weil sie diesen Push halt am Leben halten können. Und da sind natürlich auch einige Heiler auf der anderen Seite gestorben. Also die grünen Heiler sind quasi nicht mehr existent und er hatte auch einige. Und die sind im Kampf natürlich unnötig gewesen. Also das ist eine Win-More-Unit. Da rechts im Land bei Keraban die Schwerter von Venerik hatten immer noch die von Makronix. Und dass er die jetzt nicht damit in den Kampf reinzieht, ist Int. Das ist einfach Int. Ja. Und ja, ich glaube, Keraban hatte hier eben auch, also man hat das gesehen, er hat auch einen Haufen Diebe hier gemacht, um da noch ein bisschen Feuer abzufangen. Vielleicht will er noch mehr machen. Venerik wäre eventuell auch in der Lage, nochmal ein paar Diebe rüber zu schicken. Wäre auf jeden Fall angebracht hier. Aber wir sehen bei Venerik hier, die Waffenschmieden laufen gerade alle nicht, weil er den Schwefel nicht umwandelt. Hat er Mana? Nee, er hat er nicht. Er hat gerade einmal gezaubert, beim nächsten Tick wird er wahrscheinlich ein bisschen weniger haben. Jetzt jetzt zaubert er nochmal den Umwandlungszauber. Da hat er einfach nur wahrscheinlich im Kampf aufgepasst und kurz vergessen. Ja. Aber guck mal, sie ziehen sich jetzt zurück hier, Makronix und Silver. Ja, wir sehen ja auch wieder, dass ein Haufen Diebe hier gerade wieder unterwegs sind. Also da wurde gerade die Joker-Karte wieder gezündet. Und ja, sie haben auf jeden Fall, wenn man hier die Soldaten anguckt, definitiv einen Vorteil. Aber natürlich hält es sie der Fakt am Leben, dass Makronix und Chris mit ihren zusätzlichen Soldaten erstmal noch hier runterlaufen müssen. Und gerade hier unten an den Türmen, wenn es dann da zum Kampf kommt, die Anzahl an Dreiern noch halbwegs even ist, dass Venerik da noch den Laden ein bisschen zusammenhalten kann. Aber es wird natürlich nicht besser, denn es sind immer noch einige Heiler am Leben, auch wenn Chris da wie gehabt oder wie häufig passierend einige schon reingeintet hat. Aber sie können jetzt auch mal erstmal wieder ein bisschen chillen, ein bisschen sammeln, hochheilen und gleich zur nächsten Welle ansetzen.
Ja, lass auf jeden Fall diese kurze Verschnaufpause hier jetzt mal gucken, um zu schauen, wie denn die Eco hier bei den Spielern aussieht. Schauen wir mal bei... Ich bin schon am Zählen. Ganz fleißig. Wir haben 10 Waffenschmieden bei Marconix, wie gehabt. Die hatte ja dann eben schon Jane gehabt auf 13 Goldschmelzen, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mhm. Bei Silverdust sehen wir 9 Waffenschmieden. Auf 12 Goldschmelzen. Ja, und bei Chris, vielleicht irre ich mich, aber er hat keine Siedler, oder? Also Siedler count low und ich sehe auch, keine Ahnung, ich sehe da ein großes Wohnhaus. Laufen wo, direkt leer, ja. Ja. Also kritische Phase und eventuell auch ein guter Grund, jetzt auch nicht weiter Streit da unten zu suchen, um ja erstmal hier rauszukommen, denn der Siedlermangel, der kann ja durchaus länger dauern, wie man ihn kennt. Aber denke ich auch, ja. Ja, also 3 mittlere Wohnhäuser scheinen da aber auch fertig zu werden bei ihm. Da liegt das Baumaterial schon dran und dann ja, kann er sich zeitnah eventuell befreien, aber ja, auf jeden Fall kurzer Produktionsstopp bei ihm. Ja, das, was quasi Venarik voraus ist in Waffenschmieden, dadurch, dass seine Waffenschmieden schneller arbeiten als die von Makronix, ist Kereban mindestens hinten. Mhm. Das sind immer noch 8, das heißt, er ist 2 hinten gegenüber Makronix, 1 hinten gegenüber Silverdust. Hat aber dafür genug Siedler. Ja, das ist auf jeden Fall immer ein gutes Argument. Und er konnte auch dieses das Ziehen der Joker-Karte, das Spammen der Diebe in die Ignition Units, das hat er also gut überstanden, hatte immer genug, weil häufig ist das halt so die letzte Karte, die man zieht. Und dann stellt man fest, oh, jetzt habe ich aber wirklich keine Siedler mehr und geht dann ein paar Minuten später am Siedlermangel RIP. Aber das hat er auf jeden Fall gut im Griff gehabt. Narek geht ja gerade ein Engagement ein, was ich nicht eingehen würde, was aber funktioniert, weil das obere Team schläft. Okay, jetzt schläft es nicht mehr und jetzt muss er da raus. Das obere Team greift an. Tatsächlich. Fight Nummer 2. Und das sieht nicht gut aus fürs untere Team, würde ich mal sagen. Ja, der Kampf hier auf jeden Fall von Benerick vielleicht... Also es wäre vielleicht gut, wenn er hier mehr Verstärkung hätte für die Linie, weil die standen halt zwischen den Marktplätzen der Sonnenblumenfarm und der Schweinefarm schon ein bisschen bedenklich. Chris zieht da jetzt zurück und wartet darauf, dass Makronix ihm von der linken Seite hilft und von der rechten wird halt auch ein bisschen reingeflankt. Also das ist jetzt nicht mehr die Position, die Veneric hier gerne hätte beim Kämpfen. Ja, die sind halt auch einfach so viele Truppen hinten gerade. Ja. Ja, also das ist schon das, was die hinten sind, da kann man auch nur schwer gute Fights nehmen, weil man halt einfach immer geflankt wird, weil der andere einfach viel, viel mehr hat und KK mehr hat und so weiter und so fort. Ja, das ist absolut richtig. Und wir sehen halt auch Kereban von Soldatenzahlen immer noch ordentlich hinten. Er hat ja, Kereban so viel... hat eine einzige Kaserne nur laufen gehabt und deswegen haben sich die Lager auch akkumuliert jetzt über die Zeit. Ja. Also es ist ja schon seit dem ersten Fight, dass die eine Kaserne nicht gelaufen hat, wo das volle Lager davor ist quasi. Ja, Makronix flankt hier jetzt richtig dicker durch diese Sonnenblumenfarm. Allerdings hat Veneric auch es geschafft, das Schwert da in die Bogenschützenreihe reinzubringen. Ja, nichtsdestotrotz löst sich hier relativ viel von der stehenden Armee von Kereban und Veneric hier wiederum auf. Vielleicht können sie es nochmal halbwegs zusammenhalten. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Kereban hat immer noch den ausgelagerten Turm, sodass das nochmal ihm helfen kann, aber ja, natürlich hilft es nicht, diese Massen an Level 3 Soldaten, die sie hinten sind, unmittelbar wieder auszugleichen. Ja, wir sehen jetzt ein bisschen mehr als 3 volle Lager bei Silverdust. Er braucht nur die Siedler, die Kasernen 4 Stück stehen. Nicht perfekt platziert zu den ganzen Lagern, aber es geht. Er baut auch noch eine 5. Er will das dann halt gleich alles einfach wieder rausdrücken. Wenn er diesen Siedlermangel nicht hätte, dann wäre das Spiel jetzt wahrscheinlich gelaufen. Ja, aber wir sehen auf jeden Fall, die Häuser, die bei ihm fertig wurden, die haben halt nicht gereicht. Das große Wohnhaus und die 3 mittleren, er ist hier immer noch im Siedlermangel und bei ihm wird immer noch Stein nicht wirklich gut getragen, glaube ich. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis Chris wieder online kommt.
Ich glaube aber, dass das. Er baut jetzt übrigens nebenbei im Siedlermangel noch erstmal eine Nahrungserweiterung. Mhm. Auf der rechten Seite. Auch immer sehr classic. Mache ich auch gerne, ist aber immer falsch. Aber man muss auch sagen, dass er jetzt nicht mit den Siedlern, wenn man die reinen Siedlerzahlen vergleicht, definitiv eigentlich nicht hinten ist, sondern er hat am meisten Siedler hier. Von allen Spielern und ist trotzdem im Siedlermangel. Ja. Ja, schaukelt sich halt immer hoch. Er hat natürlich ein riesen, riesen Land und natürlich auch dadurch, dass er halt viel mit Fisch auch arbeitet, allein dadurch wahrscheinlich an die 100 Siedler, die mit dem Tragen von Fischen hier beauftragt sind in seiner Siedlung. Und das kann schon, ja, das merkt man auf jeden Fall. Der Fall ist übrigens immer noch nicht vorbei, während wir da munter Wirtschaftsgebäude und Siedler zählen. Ja. Ist immer noch weitergegangen und es gab gerade ein schlechtes Engagement vom Team unten, weil das Team oben einfach immer noch mehr da stehen hat. Wird sich aber gleich ändern mit den Truppen, die da von Venarik von unten nachkommen. Ja, also die Tatsache, dass Chris jetzt im Moment nicht drücken kann, das wird, glaube ich, jetzt schon dafür sorgen, dass die gleich hier diese Attacke erstmal klären können. Und ja. Wir sehen ganz einiges an Schmutz von Makonix, was jetzt runterläuft. Der ist zwar truppenmäßig vor den anderen, aber das ist alles in Level 1 Soldaten. Mhm. Oder nicht alles, aber quasi nur in Level 1 Soldaten. Also Team oben ist jetzt gerade ungefähr 87 Level 1 Soldaten vorne. Ja, und die interessieren relativ wenig. Also und 2 KK-Ticks allerdings bei Micronix für die Level 3 Soldaten. Er hat den 132er gerade erreicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich find das nicht gut, dass sie hier so aggressiv hier weitergehen, wo Chris halt wirklich noch nicht abzusehen ist, ab wann er wieder wird produzieren können. Und ich hätte mir eher gewünscht, dass die beiden sagen, okay, wir haben jetzt hier Damage gemacht, wir haben gut getradet, wir ziehen uns jetzt erstmal vorsichtig ein bisschen zurück und gehen hier keine weiteren Kämpfe ein. Und wenn die versuchen, unsere Units anzugreifen, dass wir dann eventuell zurückziehen, soweit wir können, um dann von mir aus auf den Berg dann nochmal einen Fight zu nehmen. Denn ja, so stehen sie jetzt hier gerade absolut in der Mitte und ja, Keraban und Veneric engagen das jetzt hier. Und ja, unmittelbar. Chris wird noch mindestens 5 Minuten hier im Siedlermangel festhängen, weil er einfach sich weigert, mittlere Wohnhäuser zu bauen gerade. Der hat 2 volle Lager, ein Steinlager und ein Holzlager. Und er baut einfach ein mittleres Wohnhaus gerade und nebenbei noch 5 große oder so, die aber noch nicht fertig planiert sind, glaube ich. Und Nahrungserweiterung. Ja. Also Chris wird noch mindestens 5 Minuten da im Siedlermangel hängen, denke ich. Also er hat schon einige mittlere gebaut, die sind um den großen Tempel gerade fertig geworden. Und die ersten Siedler fangen bei ihm jetzt auch an rumzustehen. Also eventuell entspannt sich das Ganze jetzt und er kann vorsichtig wieder anfangen mit dem Rekrutieren. Aber ja, bis er das alles raus hat, wird noch dauern und währenddessen hat er auf seine Units hier nochmal ein Schild gezaubert und ja, greift hier auf jeden Fall weiter an. Ich denke, man muss ein Kompliment geben an Makronix, der hier mit am wenigsten Siedlern absolut nicht im Siedlermangel ist. Der hat einfach seine Wirtschaft ultra gut und kompakt gebaut. Alle Farmen sind an einer Stelle, da sieht man, was das ausmacht. Das ist eine Differenz von, ja, weiß nicht, 50 bis 100 Siedlern, die er sich dadurch einspart gerade. Makronix nimmt auch gerade Veneric raus hier, besetzt die Kasernen gerade mit seinem Nachschub. Ja, mit den Einsern. Dafür verlieren die beiden natürlich oben und Keraban ist wieder frei. Ja, also immer noch keine Todesgefahr, die können jetzt diesen Kampf hier nehmen und sich dann um die besetzten Kasernen von Veneric hier kümmern. Was mir nicht gefällt bei Keraban ist, dass es immer noch eine Disbalance von Gold zu Waffen gibt. Das wird sich jetzt langsam auflösen. Aber er hat einfach sehr, sehr wenig Waffenschmieden, die sehr, sehr voll mit Eisenbarren liegen. Hm. Apropos voll mit Eisenbarren liegen, wenn wir zu Veneric gucken, da sehen wir auch einen Haufen Waffenschmieden, die mit Eisenbahnen vorliegen, weil nämlich keine Kohle da liegt. Und das sollte er möglichst schnell merken, denn er hat eh schon viel Gold im Lager. Also er könnte die Waffen gerade wirklich, wirklich gut gebrauchen. Yippie! Ja, aber mit 18 Mana lässt sich keine Batterie bezaubern. Ja, doch, sie wurde aber gerade bezaubert.
Ja, ich glaube, das Problem ist vor allem, dass er Kohle anständig ist. Er hat übrigens noch mal mehr Kohleminen verloren. Da, wo der erste Turmsnipe passiert ist, ist der zweite Turmsnipe gleich auf den Fuß gefolgt und hat noch mal 3 weitere Kohleminen gerippt. Oder 2 mindestens. Ja, komm schon, Venerik, hier. Bau neben der Eisenschmelze noch mal einen Turm, um hier wieder zurückzuholen, und den kann er auch noch verlieren. Ja, also. Die 5 Kohleminen ist das, was ihm jetzt gerade fehlt, weil Brot hat er genug. Das ja. sind wirklich die Turmsnipes, die dann einen entscheidenden Beitrag leisten. Auf jeden Fall. Aber er hat natürlich unten auch eine ganze Menge an Minen auf diesem ganz unteren Berg schon gebaut. Ich schau gerade mal. Ja. Makronix ist da auch schon ein bisschen ran, hat zumindest die Goldminen gebaut und pioniert da auch weitere Goldminen aus. Bei Chris das gleiche und Keraban auch ähnlich, aber er hat bisher nur eine Goldmine da. Ich denke einfach, dass im Long Run das obere Team hier viel, viel sicherer steht, weil der Trojaner jetzt zu diesem Zeitpunkt schon langsam abfällt. Nicht nur durch die schwächeren Bogenschützen, sondern auch dadurch, dass du das Micromanagement verkacken kannst, dass man Priester an der Batterie snipen könnte, wo auch gerade die Level 1 Soldaten hin auf dem Weg sind. Mhm. Und da, an derselben Stelle stehen ja auch seine Schwefellager. Und das heißt, wenn da jetzt, also ich meine, er braucht im Moment keine Eisenbarren, aber wenn die jetzt leergeräumt wird, dann wird er sein Mana einfach nicht mehr benutzen können. Ja, das ist ein Riesenproblem. Und ja, mit Trojanern willst du halt schon deinen zur PT in aller Regel vorhandenen Truppenvorteil halt ausnutzen, und sie sind hier gerade mitten im Todeskampf ohne viel Perspektive im Moment. Und wir sehen mit halt auch, dass bei Chris jetzt wieder richtig rausgedrückt wird, und er hat volle Lager, da wird jetzt also ordentlich aufgeholt werden wieder, und am Ende ja, liegen bei ihm die Goldminen vermutlich ein bisschen voll nach diesem ganzen Siedlermangel, aber ansonsten ist er relativ schadlos jetzt aus dieser ganzen Nummer wieder rausgekommen, auch wenn er immer noch nicht übermäßig viele Siedler wieder hat. Ja, also ich bin wirklich beeindruckt von dem, was Makronix hier leistet. Der wird sicher den Start, die Sieg ziemlich sicher holen. Das ist ja auch seine Lieblingsaufgabe im Spiel, aber er tut auch alles dafür und er macht vieles richtig. Hat sehr kompakt und schön gebaut und gesiedelt und ja, hat 2 Ciri-Sets fertig und ist einfach gerade hier on top of everything. Ja, das Einzige, was eventuell gerade eng wird, sind Siedler bei ihm. Da laufen gerade viele. Also 2 Häuser spucken da aus, ein großes wird gebaut, aber könnte. Ja, wenn man halt mal 120 Level 1 herausdrückt, dann sind die Siedler halt auch eventuell weg. Ja, wir sehen jetzt auf jeden Fall in Venerics Land hier nochmal einen ziemlich großen Fight. Beide zusammen. Inklusive Dieben. Ja, mit Dieben und Sonnenblumenfarmenabriss. Das heißt, hier werden jetzt alle Register gezogen. Ja. Diebe von hinten, Diebe von vorne. Aber ich denke, dass selbst wenn man die Diebe rausrechnet, das obere Team deutlich besser getradet hat. Und das erkennt man, glaube ich, daran, dass hier nicht Venarek, sondern Keraban der einzige ist, der keine 400 Kills hatte bis jetzt. Mhm. Ja, absolut keine Frage. Und man ist ja immer noch weit davon entfernt, mal wieder, keine Ahnung, die Mitte der Karte zu sehen. Also man verteidigt ja die ganze Zeit richtig weit hinten im eigenen Land, gerade so mit allem, was hier möglich ist, und dass sie sich mal befreien können, das ist halt noch so überhaupt nicht in Aussicht. Und wir haben jetzt auch die 91. Minute und Sabos werden jetzt erlaubt. Haben wir schon welche auf dem Feld? Wir haben 33 Sabos in Team 1, sehe ich hier gerade. Also irgendwo. Ja, genau, bei Keraban wird da schon lustig rumgehackt. Chris steht da auf dem Berg und fängt dann jetzt an, hier die Minen aufzuräumen. Und er hat auch einfach da die Übermacht, um auf jeden Fall sicherzustellen, dass die Sabos überleben. Weil das kann Keraban da auf keinen Fall verteidigen. Ja. Auch wenn sie den Kampf unten eventuell knapp gewinnen, das ändert nichts daran. Selbst den gewinnen sie nicht. Bei Venerik laufen da jetzt auch gerade bei Makronix Nachschub. Ich würde fast sagen, dass es Sabos sind da, die da jetzt ins Land reinlaufen. Ja. Eine Sache. GG hier. Ja, muss. Eine Sache, die ich mir vielleicht gewünscht hätte, wo Makronix vielleicht nochmal ein bisschen mehr Siedler auch hatte. Er hatte bei Venerik immer die ganze Zeit Map Control, und wenn er da mal 50 Diebe gemacht hätte und dieses Golderzlager leergeräumt hätte, das wäre, finde ich, ein nice Move gewesen. Hätte er nochmal einiges an
Gold für sich mehr rausholen können. Ja. Das ist das mehr Gold, was. Also ich gehe davon aus, dass Venarik hier am meisten Gold gefördert haben könnte. Genau, perfekt bei Venarik in der Siedlung. Sehr schön. Aber also wenn das jetzt nicht GG ist und auch ziemlich bald GG ist, dann weiß ich auch nicht. Dann da muss schon irgendwas ganz, ganz Großes hier passieren, dass die beiden unten das noch rumreißen, das Ruder hier. Ja, also ich erinnere mich gerne an das Spiel zwischen Erebar und Thomas gegen Föxel und Burschi zurück, was 3 Stunden ging mit Sabo-Action überall. Aber ich bin mir sehr sicher, dass wir so weit hier nicht kommen werden, denn im Gegensatz zu besagten Spiel sind die Ekos von Makonix und Chris hier wirklich sehr stabil und ja, Chris muss jetzt einfach nur seine Siedler nicht rauskriegen. Nicht nur stabil, sondern auch einfach stabil und größer. Ja. Zumindest von dem, was ständig durchgelaufen ist, deutlich größer. Da wird das erste Ziri abgerissen, das tut richtig weh. Uff, hoffentlich ist es keine Standarte. Das tut weh. Oh. Und die großen Wohnhäuser gehen jetzt auch alle flöten hier. Nicht die Bank. Eieiei, die Bank hält aber einiges aus. Wobei, also, Makonix wird jetzt hier erstmal rausgepusht aus dem Land. Eventuell, aber er sammelt jetzt zu allen Seiten Truppen, hat noch ein paar Schwerter, die er jetzt durchschickt. Vielleicht auf die mittleren Türme. Ja, es könnte sein, dass hier jetzt gerade Schwerter durchlaufen auf die mittleren Türme von hinten. Aber okay, doch, ja, Benarik sieht's und hat auch Truppen. Alles. Wenn wir uns angucken, dann hat halt Chris hier fast so viel Truppen wie die anderen beiden zusammen. Ja, hat jetzt mächtig rausgedrückt nach seinem Siedlermangel und ist jetzt, glaube ich, auch raus. Spritzen einige Siedler noch aus großen Häusern raus. Produktion läuft stabil und die Lager an den Kasernen sind wieder leer. Das heißt, ja, er hat das jetzt alles aufgeholt. Ein bisschen Golderz ist quasi noch übrig. Da kann er auch mal wieder die Golderzlager wieder einschalten, hat er sicherlich ausgestellt. Und ich bin mir nicht sicher, ob hier Makonix den Fight oben nehmen sollte, auch wenn er jetzt selber Diebe auch dabei hat. Also wir sehen jetzt hier eine Schlacht zwischen Bogenschützen und Dieben auf beiden Seiten. Ich bin mir nicht sicher, ob er den Vater nehmen sollte. Da gehen auch Sabos drauf, wenn man. Weil er hat da definitiv weniger Truppen. Auch mit Nachschub, ne? Weniger Truppen. Was für ein aber dummer Fight hier mit den Dieben. Holy shit. Er kauft aber natürlich einfach Zeit für Silverdust, der da unten jetzt wieder aufräumt. Jetzt wieder mit Schilden. Einfach in guter Reihe im gegnerischen Land mit dem KK Tick, nicht dem KK Tick, 130 KK hat er, einfach hier aufräumt. Aber man sieht, dass das untere Team auch einfach mit der Verteidigung struggelt und es nicht schafft, die Wirtschaft nebenbei passend auszubauen. Also die große Stärke von Venarik, der ja mit seinen 5 Sägen hier agiert und eigentlich im Late Game gut ist, verpufft komplett, dadurch, dass er kämpfen muss. Mhm. Ja, und Keraban wird jetzt hier ganz, ganz deutlich geschlagen. Es war nicht zu vermeiden und ja, ja, diesmal wird der Weg frei sein zu den Türmen. Also Keraban hat im Moment ein Sägewerk noch. Ja, und DG wird gecallt. Ja. Genau. Ja, das ist abzusehen. Ja, Chris und Makronix setzen sich dann hier tatsächlich durch gegen Keraban und Veneric und da kam der Leistung. Ja, das war stark gespielt. Ich denke, das wird die Statistik gleich auch widerspiegeln. Ich denke, Makronix wird da schon relativ deutlich, würde ich fast schätzen. Ja, auf jeden Fall. Bei dem liefen deutlich am meisten Waffenschmieden durch und auch das Gold und so weiter und so fort. Ja. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet, dass hier Keraban den zweiten Platz sich holt in der Statistik. Ich sehe sie gerade noch gar nicht. Ja, und das untere Team mit mehr Gold. GG. GG, Guys. Jo, GG, Glückwunsch. Holy shit, danke. Alter, das war jetzt aber. Warte jetzt noch, Jonas und Benari hier zu uns hochziehen. Moment, vielleicht müssen die erst mal ein bisschen was klären da unten. Ja, kannst du noch ein paar Sekunden geben. Was ein Game.
Ja, habt ihr auf jeden Fall. Der Weg sogar schlechteste an der Statue. Lol. Ja, der Trojaner-Pick ist eventuell ein bisschen baden gegangen. Und. Ja, die Karte war halt auch nicht angenehm. Aber ja, können wir ja. gleich nochmal ja. gucken, wie er es vielleicht hätte anders machen können oder warum er es so gemacht hat, wie er es gemacht hat. Aber ihr habt es auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ihr habt euren Push geholt, auf die Kampfkraft gewartet, dann gekämpft, dann zurückgeschlagen, dann Chris' Siedlermangel auch noch über euch ergehen lassen. Und da war ich echt am Schwitzen, da, wo ich das gehört ja. habe. Ich steht da alleine. Da kam nichts mehr nach, ey. Ja. 200 Waffen im Lager. No. Ja, vor allem, ihr habt ja auch weiter gepusht, als ob absolut gar nichts wäre. Und ja, natürlich den Raum, den ihr hattet, dadurch behalten. Aber ja, man hätte natürlich auch zurückgehen können, in sicherer Entfernung erstmal warten können, dass Chris sein Problem löst. Habt ihr die saftigen Turmsnipes wieder gesehen? Ja, na klar. Ich würde mal die beiden gerade einmal hochziehen. Classic. Ja. Classic. Ja, also für Veneric ist das halt schon Classic. Also, dass Veneric mehrere Türme in Reihe hintereinander verliert, das ist dann jetzt auch nicht zum ersten Mal passiert im Turnier. Er hat da, glaube ich, irgendwie LOL geschrieben dann in dem Moment. Das habe ich gar nicht gemerkt, aber das ist ziemlich nice. Ja, GG erstmal. GG. Ja, GG. Ja, wollen wir vielleicht das Wort als erstes mal dem Verliererteam hier übergeben? Ja. Ja, Veneric, Trojaner gepickt. Ja, war jetzt wahrscheinlich nicht die Map, die du dich erhofft hattest. War es eine enge Entscheidung, dass du Trojaner picken wolltest, oder war auch Römer für dich eine Option? Oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen, als du die Map gesehen hast? Ja, also ich wollte schon bevorzugt Trojaner jetzt hier spielen im Spiel 3. Hab aber gesagt, okay, wenn es wirklich ganz mies aussieht, dann nehme ich die Römer. Aber ich fand eigentlich, dass es ging. Also ich hätte, glaube ich, das war dann einfach der Grund, weshalb am Ende zu wenig Schwefel oder dergleichen reinkam. Nicht so auf den hinteren Berg vielleicht dann doch gehen sollen. Ich dachte, es geht sich aus. Aber ich habe ja sehr viele Minen erst vorne gebaut, um dann irgendwie hinten die Schwerindustrie zu bauen. Und das hat dann auch zeitweise nochmal mit Siedlern reingehauen. Das war an der Stelle wahrscheinlich einfach die falsche Entscheidung. Also zwar auf den hinteren Berg committed, aber halt dann zu schwach und noch zu viele andere Minen mitgenommen als die Goldminen. Aber ansonsten, also die Map war eigentlich ganz gut zu spielen, fand ich. Klar, Stein hätte noch mal ein bisschen mehr da sein können hier und da, aber es war eigentlich auch ausreichend von dem her. Ja. Hattest du überlegt, die Batterie vielleicht auch oben zu bauen? Oder zumindest bis zur Peacetime oben bauen und dann unten eine zweite aufzubauen, die dann safe ist? Weil wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass du oben unter dem Berg halt super Platz hättest und du hast da auch die Minen gebaut, wenn du oben die Batterie hättest und eben auch die erste Produktion, dass du halt ein sehr viel smootheres Spiel gehabt hättest. Ja, genau, das ist ja das, was ich meinte. Also ich hatte halt, also sie vorne zu haben, riesiges Problem habe ich damit eigentlich nicht. Aber ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass ich hinten, weil da ja auch sehr viel Berg war, langfristig dort besser dann mit der Schwerindustrie auch positioniert bin, gerade wenn dann Sabus kommen oder sowas, dass erstmal noch nicht die Schwerindustrie fliegt, die Kasernen, gut, die hätte ich auch so oder so dahin bauen können, wo sie jetzt letztlich standen, aber ja, ich wollte es letztlich einfach davon abhängig machen, ob ich zeitlich am hinteren Berg war und den Teil, wo die Batterie hin sollte, da war ich eigentlich zeitlich, deshalb habe ich sie dann hinten gebaut. Ja, trotzdem waren es natürlich dann erstmal für die erste Schwerindustrie Laufwege, die ja vielleicht so nicht ganz vertretbar sind. Also da hätte ich wirklich dann wahrscheinlich nochmal hinten ein bisschen mehr committen mit ein paar Pios und die wichtigsten Minen ausheben, dass ich die Kohle gar nicht von vorne beziehe, also nur das Gold und ja. Ja. Was ist dein Gedanke zu einer geteilten Schwerindustrie? Also den ersten Teil oben zu setzen und den Rest dann unten hinzubauen? Ja, kann man machen. Also das, was die Schwerindustrie am meisten ja braucht, wobei wenn ich jetzt Schwefel spiele, ja erstmal nicht, ist ja Kohle. Und ja, wenn unten genug Berg ist, dort die ganze Kohle zu fördern, dann sollte es ja eigentlich überhaupt kein Problem sein, die unten zu bauen, weil ja, das zieht ja letztlich am meisten Siedler. Und unten auf dem Berg war ja auch genug. Also der 2x2er da hinten, der war jetzt glaube ich nicht so doll. Habe ich ja auch nicht komplett theologisiert und auch nicht erschlossen, aber prinzipiell war da schon genug Berg. Und wenn man vorne nur die Goldlinien mitnimmt, denke ich, passt das eigentlich. Ja,
Ja, Keraban, du hattest einen ganz interessanten Move gemacht, deinen Turm ausgelagert. Hattet ihr damit einen Play vor, dass ihr dann vielleicht gesagt hättet, wir greifen jetzt auf der anderen Seite an bei Makronix und wenn dann Chris Counterattack, dann hast du halt diese Joker-Karte? Oder war es einfach nur, ja, mache ich jetzt mal und einfach nur zur Sicherheit als Idee? Ja, das war ich genau für den Move, so wie es kam, weil sie ja dann bin zu zweit bei mir gerade wieder reingerückt sind, wie auch im Spiel 2, und dass ich halt einfach hätte die großen Turm reißen können, wenn sie gefallen wären und halt dann den Turm außen noch gehabt hätte. Ja. Das ist natürlich auch so ein Move, also es bringt nichts. Das, also wenn wir meine großen Türme verlieren, ist das Spiel echt zu 99% gelaufen, aber um sich einfach diese 1% zu erhalten, noch zurückzukommen, hätte ich halt einfach gemacht. Ja. Ja, es kann halt super geil sein, wenn man dann so tradet und das eine Team geht bei dem einen Spieler rein und das andere reagiert und geht beim anderen rein und in dem Moment hättest du halt einen safen Turm. Aber ja, da ist das Spiel in diese Richtung leider nicht mehr gegangen. Du hattest einen relativ schmalen Aufbau, glaube ich, gespielt mit 5 Segen anfangs. Glaubst du, das ist genug? Oder hast du dir vielleicht auch von Venerable Colts schicken lassen? Oder wie habt ihr das gemacht? Ja, ich bin erstmal auf 15 gegangen, hatte erstmal nur die 2 Steinfelder gesehen. Ja, 15 schon ganz gut, aber ich habe dann auch relativ schnell die 6. nachgezogen, weil Holz halt einfach dann doch knapp war. Steinminen waren ja zumindest schon relativ ordentliche da. Also ich hatte relativ schnell 2 relativ gut am Laufen. Ja. Und auch bis zum Ende jetzt war es eigentlich nicht knapp dann mit 6 Segen. Und ja, Veneric hat dazwischen einfach mal minimal Holz über, deswegen habe ich das einfach genommen, weil ich da gerade auf die 6. Wege ausgebaut habe. Noch ein bisschen hinterher war, also leichten Holzmangel hatte. Ja. Hätten auch nicht von Anfang an 6 Segen sein können, eigentlich. Du hattest so ein bisschen Eisenbachenüberschuss das ganze Endgame lang und hast ein bisschen wenig Waffenschmieden gebaut. Sieht man auch so, finde ich, in der Statistik. Warst du immer mit den Verhältnissen? Weil prinzipiell kannst du, glaube ich, mehr Waffenschmieden auf die Anzahl an Eisenschmelzen laufen lassen, die du hattest. Ja, also gerade im Endgame, da war ich null auf meinen Gebäuden. Ich habe einfach nur noch gesetzt, zurück zum Kampf und so weiter. Ja. Mal nachmachen und irgendwie versuchen, Micronics und Silver wieder rauszukämpfen. Das ist verständlich. Also, ja, es war einfach wieder mal der erste Kampf, wo ich auch so, also recht, den hätte ich nicht nehmen dürfen, hätte ich viel weiter zurück müssen. Ja, es war, glaube ich, wieder das gleiche Problem wie auch schon im letzten Spiel, dass ihr nicht so ganz koordiniert schien, beziehungsweise, ja, Veneric halt weit von dir weg und du hast dann den Kampf genommen, weil du halt noch eine gute Linie mitnehmen wolltest, aber dann warst du wieder sehr lange in einem 2 gegen 1 und ja, bis Veneric dann dabei war schwierig. Ich versuche mal, die beiden dann in den Häusern einzukeilen, aber ich krieg das einfach nicht auf der ganzen Linie hin, weil sie dann einfach ein Stück zurückgehen und dann wieder nachjustieren und dann ist mein 2 gegen 1 Micromanagement ist man dann schon leicht überlastet. War halt schade, Veneric hat halt hinten oben schon relativ gut weggetradet, aber hat halt einfach nicht gereicht, weil ich da zu viel verloren habe, recht. Ja, ich glaube, Makronix hatte zu dem Zeitpunkt auch schon den 119er Spike, kann das sein? Im ersten Kampf, oder? Ja. Ja, den hatte ich da. War, glaube ich, bei 120 KK. Genau. Ja. Auch unten dann, also Silvers Schwert haben auch richtig wehgetan. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass er sich sofort reinzieht. So ein bisschen gehofft, ich kann da die Linie ausnutzen, aber ich dachte, er hebt sie für den Turm auf, aber hat sie gleich eingezogen, war richtig gut. Ja, war in dem Moment wertvoller, die mitkämpfen zu lassen. Das hat man ja gemerkt, es tat schon weh. Das hätte ich halt gehofft, dass die noch ein bisschen wegbleiben, aber dann. Es war halt dann blöd, weil wir die Türme nicht umrundet und ja. Ja, ich höre mir. Ich weiß nicht, ob ich sie gekriegt habe. Dann ja, danach war das Spiel auf jeden Fall. Ja, also war schon so weit hinten, dass es da wahrscheinlich auch kein Comeback mehr gab, bis auf die Möglichkeit, dass sich die oberen Spieler in Siedlermangel reinhauen, womit wir dann zu Chris kommen. Ja, wie. wie lief es denn so? Also jetzt erstmal Gegenfrage, wie sah es denn bei allen zum PT aus? Was stand da an Zahlen? Ja, Makronix war, glaube ich, ja, deutlich vorne mit sowas wie 210, 220.
wahrscheinlich eher 210. Ja. Ich glaub, 220 waren es sogar. Oder? Ja, weil ich glaube, er hat 212, aber irgendwie sowas. Ja. Keraban war dann, glaube ich, dahinter mit 170, 180 vielleicht. Und ja, 180. Ich bin es alles rausgedrückt. Ja, und Chris und Veneric waren, glaube ich, relativ ähnlich, so im 160er-Bereich oder irgendwie so. Also ein bisschen, ja, bisschen hinter. Ja, wir haben auf jeden Fall gesehen, dass bei Chris so Gold eventuell ein bisschen Problem war. Also du bist, warst so der einzige Spieler, der... Ich hatte alles Mangel. Ich hatte von jedem Mangel, den man, glaube ich, in diesem Spiel haben kann, jeweils immer einen Mangel gehabt. Also von der Reihenfolge her fangen wir an mit Stein. Das hatte ganz am Anfang, ich glaube schon bei 20 oder so, Steinmangel gehabt. Und dann hatte ich irgendwann zu viel Stein- und Holzmangel. Dann Kohlemangel kam auch noch dazu. Dann, ja, der kam immer durch den Brotmangel. Ja, ja, genau, wegen Brot halt, ja. Hast du die ein Kohlelager? Ja, ich hatte ganz am Anfang Lager, aber das war auch wieder schnell leer. Also. Okay. Ich hatte halt eine Zeit lang auch nur, ich glaube, 6 oder 7 Kohle, bis ich dann oben am Berg war und da dann irgendwie nochmal 10 Stück hingeklatscht habe. Hatte ich halt die ganze Zeit Kohlemangel dann gehabt. Gold lief, also habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen, dass da mal Mangel war. Du hast am wenigsten Goldminen auf jeden Fall gebaut zum Start und warst da ziemlich weit hinten. Ja, ja, gut, da war ich wahrscheinlich hinten dran, aber die anderen Mangel waren schlimmer. Und dann Siedlermangel jetzt zum Schluss, wo da 200 Waffen voll lagen. Und Makronix aber dann wirklich richtig gut da die hingehalten hat. Also ich habe ihm auch gesagt, er wollte eigentlich weg. Dann habe ich ihm halt gesagt, nee, komm, bleib da, halt die hin. Und er hat ja auch KK gehabt am Ende. Also, ja, dann habe ich auch mal, also, weiß ich nicht, 70, 80 Diebe mit in den Kampf reingeschickt. Ja, dann habe ich den Timer gesehen, hatte 25 Spitzhacken da rumliegen, gerade wieder rausgedrückt. Hatte ich irgendwie wieder 200 Solis am Start und habe dann gesagt, komm, ich knalle jetzt die Sabos rein. Und dann. Ja, hat Makronix also in der Zeit, wo du Siedlermangel hattest, hat Makronix den taktischen Int gemacht, aber natürlich die Gegner dadurch im Land weiter gebunden. Ja, Classic. Genau. Ich habe ihn dazu genötigt, also. Ja, du hattest auf jeden Fall keinen Fischmangel, Chris. Ja, das auf jeden Fall. Deine Fischer lagen häufig bis sehr häufig voll, tatsächlich, auch als du deinen Kohlemangel durch den Brotmangel hattest. Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ist, warum ihr in deinem Steinmangel nicht einen Priester rübergezogen habt und das eine Mana in 32 Stein investiert habt. Kann man bei befreundeten Römern auch das Zeugs umzaubern? Geht das? Umwandlung müsste auch im befreundeten Land funktionieren. Du kannst auch den Gegner umwandeln. Okay. Richtig. Zum Beispiel die okay. Fische an den Goldminen in Steine, aber die landen ja, nicht in der Mine, klar, sondern unter dem Berg. Aber bei Freunden geht das auch tatsächlich. Umwandlungszauber geht ja nicht auf irgendein Gebäude, sondern trifft einfach alle Waren in einem Bereich und das ist egal, wo das Land oder in welchem Land es ist. Ja, ich wollte ja Mana bauen, aber ich habe es erst später geholt, weil ich ja eben Steinmangel hatte, konnte ich dann keinen Mana bauen. Später habe ich es aber tatsächlich zweimal gemacht. Also ich habe zweimal mein Lager leer gezaubert. Ja. Wir dachten, ich hab wieder nicht dran gedacht. Ja, miese, weil wir dachten nicht, dass das so das 200 TQ-Play war, weil man Konix da schon längst Mana gebaut hatte und wir dann so, ja, ja, das ist bestimmt geplant, dann zaubert er bestimmt hier jetzt gleich dieses Fischlager um und ja, dann RIP, nix. Ich hab nicht dran gedacht, aber ja, das wäre echt richtig gut gewesen. Muss ich ein bisschen Ärger sparen. Muss man noch koordinieren, ja, das stimmt. Ja, habt ihr noch eine nächste Runde, um euer Teamplay dann wieder auf 100% zu bringen. Oh. Ja, Makronix, und bei dir so? Im Großen und Ganzen war es in Ordnung. Ich hatte, glaube ich, nur einmal zwischendurch Kohlemangel, ein bisschen Steinmangel halt, so, was Chris auch schon angesprochen hatte. Aber sonst war es in Ordnung, soweit. Kein Siedlermangel, Gott sei Dank. Ja. Da rutsche ich auch nochmal gerne rein. Immer nur den Übungsspielen, ne? Eieiei. Nee, das hat echt durchgelippt diesmal. Keine 60 Runde. Ja, das haben wir auch in der Tat gesehen, dass du eigentlich lange Zeit über auch der mit den wenigsten Siedlern warst, aber trotzdem einer mit dem am meisten rumstehenden. Also die Siedlung, die du gebaut hast, die hat gelöppt. Die war nice. Ja. Nice Kork. Ja, das lag vor allen Dingen an der ultrakompakten Nahrungsindustrie, würde ich sagen.
Also wer eine schöne Nahrungsindustrie sehen will, kann in diesem Spiel bei Micronics gucken. Ist einfach ultra schön, ultra kompakt, ultra gut gemacht. Findest du etwa, dass Chris 40 Fischer keine schöne Nahrungsindustrie war? Das ist Hate Speech. Ja, einer macht hier den Lachs alle Ehre, ja? Ja. Ja. In der Tat. Kurz gucken, ob Chris ja auch Lachsmeister geworden ist. Locker, locker. Ja, also bitte. Ist er geworden, ja. Also. Aber Kerabani ist bei weitem Fleischmeister. Das muss man halt auch mal ganz klar anerkennen für euch, LAs. Eieiei. Ehre genommen. Wie viele Jäger hast du gebaut? 2, okay. 4 Tierzuchten. Ich glaube, bei meinem zweiten Metzger habe ich die Axt vergessen. Oh ja, ja. Ich am Anfang auch, aber ich habe es doch rechtzeitig gemerkt. Scheiße, ey. Ja. Ja, da geht sie dahin, die werte Fleischmeisterschaft. Aber ja, nächste Runde kriegt ihr dann eine neue Chance auf die Fleischmeisterschaft. Gegen Jannich und Antimaterie dürfte spielen. Wahrscheinlich nicht das dankbarste Los, was man dann jetzt ziehen konnte im Loser Bracket. Ja, ich hatte eigentlich auf Tobi und Alex gehofft, aber. Ja, ja, müssen wir durch. Dann ist doch noch eine Runde weiter, ne? Was lief denn bei denen eigentlich schief? Also Alex Meyer zum Beispiel, lief da irgendwas schief oder? Ich habe das leider nicht sehen können, das Spiel. Als Gegenfrage zum Gefallen war das. Als Gegenfrage, Silver, das bevor Kingcat antwortet, was lief denn bei deinem Maya schief? Uff. Erstmal die eigene Nase packen. Kann ich erklären. Sorry, Kingcat. Ja, also ich habe es auch noch nicht angesehen. Ich will jetzt auch gar nicht viel zu sagen, aber es war auf jeden Fall ein spannendes und enges Spiel und sie hatten auf jeden Fall die Möglichkeit zu gewinnen und haben es vielleicht ja, nicht ganz ausnutzen können und dann haben Label und ich das Comeback geschafft. Aber es war auch keine einfache Position und ja, ich habe eine Entscheidung, es war wenig Stein am Anfang, ich habe vielleicht eine bessere Entscheidung getroffen als er und das hat uns dann ja den nötigen Puffer gegeben, dass Alex halt mal nicht das 300er Spiel hatte, sondern nur ein 150er zur PT und dadurch konnten wir dann am Leben bleiben. Aber ja. Okay, 150 für Alex ist schon bitter. Ja, das war wahrscheinlich sehr lucky. Ja, underperform. Jannik. Jo. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen, Anmerkungen, dies, das? Wenn Eric die Thompson lives. Bei Keraban hat das irgendwas am Anfang ausgemacht. Ich habe ein paar Steinmetze delayed. Also ich habe immer einen Stein rausgebaut, wenn er wieder einziehen kam. Ah ja, stimmt. Ja. Wir haben sehr viel geklaut. Also, ja, Markonix hat ja auch ein paar Sachen geklaut. Ich habe auch ein bisschen was geklaut. Da lag da mal ein Fisch, da mal ein Stein, da ein Brett. Überall mal querbeet. Ein bisschen Golderz habe ich noch geklaut. Ja, ich hatte gehofft, dass Keraban dadurch Steinmangel kriegt. Aber... Ja, hatte ich am Anfang. Also bei Caravan hat es. Hab ich aber selber reingeritten. Okay. Hast du die Form geklaut? Weil die war auch so. Ja, ich hab... auf Prio. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, zwei Farben habe ich beklaut und drei Steinmetzer habe ich dann versucht, durchgehend leer zu halten, aber. Naja, hast du es gemerkt. Was uns noch aufgefallen ist, ist, dass Caravan so ein bisschen mit dem Prio-Ausstieg gestruggelt hat. Ja, wenn du im Steinmangel bist und mit Prio spielst, dass du richtig zum Kotzen ein Drittel wieder rauskommst und eigentlich Prio dann weglassen willst, um die ganzen Baustellen wieder aufzuholen, da hatte ich oben noch einen Steinmetz auf Prio und dann ja ewig gesucht. Ja, mit Prio habe ich auch schlechte Erfahrungen. Einfach nicht damit spielen. Ja, am Anfang ist geil. Also. Ja, am Anfang kannst du es machen, aber ja, gut. Machst du es auch wieder. So nach 1-10 mit zwei Türmen lieber nicht. Ja. Also bis zu den Fahren soweit ist ziemlich gut, aber hab dann die meisten Kotzen damit. Deswegen höre ich dann immer auf und dann ja, hat man auch manchmal 2 Minuten einfach die Segen verliegen. David, ich liebe das auch! Okay. Okay. Lol. Ja. Ja gut, dann
würde ich sagen, beenden wir die Nummer dann hier. Ja, Chris Makonix, nochmal Glückwunsch. Und für Venedig und Karavan ist es dann jetzt leider erstmal over in diesem Turnier. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessante Spiele, vor allem von Venedig, der hier den Pool des Trojaner-Plays sehr bereichert hat. Und mal schauen, ob sich da nochmal einige Elemente von deinem Spiel hier bei den anderen Spielern demnächst wiederfinden. Werde ich auf jeden Fall ein gutes Auge drauf haben. Ja, und ansonsten würde ich sagen, danke an meine Co-Caster hier, Vincent und David. Vielen Dank. Immer gerne. Gerne, gerne. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Spiel. Mal schauen, was das ist. Morgen, 15 Uhr übrigens, Felix und Vincent, mein Co-Caster hier. Dann spielen gegen Kevin und PJ. Spiel 3 wird sicherlich auch spannend werden. Ja, mal schauen, ob wir da auch nochmal Trojaner sehen. Mal gucken. Also bisher ist, glaube ich, meine Erfahrung, dass Trojaner in Game 3 tendenziell struggled. Also mal schauen, ob sich das so durchzieht. Aber ja, schauen wir mal. Gibt sicherlich noch einige mehr Spiele, Spiel Nummer 3, wo man dann auch die Difference zwischen Trojaner und Römern dann in praktischen Bedingungen dann sieht. Aber ja, sehen wir in den nächsten Spielen. In dem Sinne, einen schönen Abend noch. Bis demnächst.